Es ist soweit, Leute. Endlich darf wieder straffrei gemordet werden. Die Polizei ist drüben Donuts holen und wir toben uns so richtig aus. Im Raumschiff, auf der Landeplattform, überall bei Among Us mit herausragenden Gästen, die wir heute haben. Bevor das Intro kommt, werde ich noch mal kurz alle vorlesen. Nils ist dabei, Mandy ist dabei, Jan ist dabei, Max ist dabei oder Max ist dabei, Mirko ist dabei, Johanna ist dabei, Melina ist dabei, Samantha ist dabei und Flovarion ist dabei. Wir spielen eine Rocket Beats interne Runde. Ich glaube, das ist das erste Mal. Und da werden wir herausgucken, wer von uns herauskriegen, wer bei uns hier der allerhinterhältigste Betrüger ist. Denn es gibt mindestens einen, ich bin mir sicher. Wir gucken mal. Ich habe gespickt, beziehungsweise ich habe mich vorbereitet. Ich habe mir einen Zettel mit ganz vielen Strichen und Querstrichen geholt, ne, wo ich dann gleich aufschreiben werde, wer gelogen hat, wer erwischt wurde von mir beim Lügen oder wer vielleicht potenzieller Killer ist. Aber erstmal sind wir alles Freunde und ich begrüße euch. Mirko hat sich schon richtig angezogen, denn die Polizeiuniform werden wir heute noch häufiger benötigen. Wie bitte? Mich bitte Detektiv Mirko. Detektiv Mirko hat sich schon einen Job ausgesucht. Mal gucken, ob er gleich der Killer wird. Das ist natürlich so, ne, wenn einer schon so mit so einer Uniform kommt, will man ihn natürlich nicht direkt verurteilen. Flovarion, was mit dir? Warum bist du nur keine Accessoires? Ich bin nackt und habe einfach einen riesigen Hut auf, wie ich ihn auch in ab und zu paar Videos trage. Und ich finde, es steht mir sehr gut. Denkst du, es ist, weil Budi mal irgendwann gesagt hat, ich kann es nicht gewesen sein, ich war ja nackt in irgendeinem Richtig. Als er sich vor der Polizei versteckt hat. Ne? Aber wo ist der Hut? Ich sehe den Hut auch nicht. Der Hut ist weg, ne? Da ist was komisch. Das ist die erste Lüge. Siehste, der Hut ist weg. Markiert. Das ist ja eine Frechheit. Ich habe den Hut auf. Das ist ein riesiger Hut. Ernsthaft? Ja. Also, das ist ja lustig. Wenn dein Hut aus dem Buchstaben Flovarion besteht, dann hast du dann hast den Hut. Genau. Nee, ich habe eigentlich, aber der ich glaube, das ist ein Trick, keinen Hut. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Bug. Ich sehe gerade auch den Monitor, aber die restlichen haben Accessoires. Das ist ja eine Frechheit. Wieso wird denn mein schicker Hut nicht angezeigt? Ja, hast du dir wahrscheinlich nicht erspielt. Also, ich sehe den Hut tatsächlich. Okay. Ja, das okay, jetzt aber jetzt wird's komisch. Flovarion und Mandy auf jeden Fall. Bei mir ist Simon übrigens auch nackt. Also. Ich trage einen feinen Anzug. Das ist mein Raumanzug. Simon ist bei mir auch rot und nackt. Wollen wir eigentlich anfangen, bevor die Lobby sich wieder auflöst? Okay, das machen wir. Ja, das können wir gerne. Wir spielen The Skeld. Okay. Was war das? Wir spielen um Geld? Nee, The Skeld hast du gesagt. Ich starte die Runde. Achtung, es geht los. Okay, mich kann keiner mehr hören. Ihr kennt das Spiel natürlich besser als ich, nehme ich an. Ich habe immer meinen Report und meinen News-Button und es gibt Tasks zu erfüllen. Wo sind sie denn? Ich bin doch nur Crewmate. Wo sind denn meine Tasks? Da. Gut. Das ist aber komisch. Normalerweise dachte ich, werden die Tasks einem doch immer angezeigt. Vielleicht hat sich das mittlerweile schon geändert. Aha, okay. Sieht man, wer wo drin ist. Weapons, O2, Admin. Verteilen sich alle ganz gut. Das wird. Also interessant könnte das hier sein mit drei Leuten bei Weapons. Falscher Raum, scheiße. Ich hänge mich an Nils. Der denkt jetzt wahrscheinlich, ich will ihm was Böses. Mach es! 2, 8, 7, 9, 5. Gut. Ah, jetzt mal gucken, wer ist hier. Was? Ja, was ist hier passiert? Das ist ja wohl. Na komm. Na? Was war denn das für ein vorschneller Tod gerade hier? Ich hab doch gesagt, ich bin der Meinung, dass ich gesehen habe, wer es war. Ja, dann sprich. Ich auch. Ich meine ganz klar gesehen zu haben, dass beim Stack-Kill, beim Oxygen, dass das Sam war. War ich nicht. Also ich hätte schwören können, es ist Johanna. Ich habe keine Ahnung, wer da sonst noch stand, aber ich habe. Aber warte mal, das war eh super fishy, weil Simon stand da unten rum und hat nichts gemacht. Also entweder, warte mal. Ich bin doch gerade erst rein, ich habe das Ding gemacht.
Ich habe beide scheiß Reaktoren ausgeschaltet, weil niemand es nötig hat, da hinzulaufen. Ich habe O2 gemacht. Ich habe den unteren auch gemacht. Also auf jeden Fall habe ich was. Also Entschuldigung, aber ganz kurz. Ich habe unten gerade gesehen, wie Johanna jemanden niedergemetzelt hat. Zumindest stand sie direkt neben der Hälfte, die noch übrig blieb. Das ich bin gerade rechtzeitig rausgesprungen, habe ich gerade gedacht, ey, weil ihr da so einen scheiß Massaker veranstaltet. Du bist ein bisschen suspekt, finde ich. Warst nah dran. Nochmal zu dieser Sam-Geschichte. Hat irgendjemand den oberen Oxygen ausgemacht? Oder ja, war das nur. Ja, außer dir. Nee, ja, aber du warst doch gerade da und bist dann mit mir auch runtergelaufen, oder nicht? Ja, das ist richtig. Jan, nee, nicht. Umstand Jan. Also ich wollte den oberen ausmachen, da habe ich aber Jan gesehen. Und dann wollte ich unten rum zum anderen laufen und da kam mir Nils von unten entgegen. Ja, was hast du da gemacht, Nils? Wo liegt überhaupt die Leiche? Also ich kann dir die erste Frage beantworten. Ich war unten bei der Task, wo man diesen Hebel zieht und dann geht das durch diese Luftschleuse raus ins Weltall. Das war da unten und das. Ich weiß nicht, was diese ganzen Ablenkungen hier sollen. Also ich habe Sam gesehen mit der Animation quasi, wie sie da jemanden abgehackt hat. Ja, aber wir wissen halt auch alle, dass man Mirko nicht trauen kann. Ja, das stimmt. Also in meiner Polizeiausbildung hab ich die Anzeichen sind da schon ganz klar, wenn jemanden einfach ein Messer in den Rücken stecht. So, dann, das geht vor Gericht auf jeden Fall gut durch. Mirko, eine Frage. Wenn du sagst, du hast Sam gesehen und ich glaube, ich habe Johanna gesehen, dann sind es ja vielleicht beide. Also beides würde ich jetzt als verdächtig mal bezeichnen. Aber Simon, also, ich bin doch schon weggesprungen, wo das Deck passiert ist. Ich habe gedacht, scheiße, warum stehen da alle auf einem Haufen? Bin einen Schritt zurückgegangen und ja, deswegen. Das hundertprozentig nicht. Ich versuche dich nicht zu vorverurteilen. Ich sag nur, ihr wart auf einem riesigen Haufen und aus euch ploppte eine halbe Leiche raus. Und damit bist du halt auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass sie da mit bei stand. Ja. Warte mal, ich habe noch gar nicht. Ich hab noch eine kurze Frage an Simon. Von wo kamst du? Kamst du dann von unten und welche Tasks hattest du vorher gemacht? Das ist toll, weil ausnahmsweise habe ich mal aufgepasst und kann es euch wunderbar erklären. Ich habe erst geguckt, wo die Leute verteilt sind. Dann habe ich gesehen, 3 bei Weapons, 2 bei O2, einer bei Admin. Dann kam dieser O2-Alarm und dann bin ich erst zu Shields gegangen und dann zu Admin. Voten. Und Nils habe ich gesehen, wie er von Weapons runter zu Shields ging. Also der kann es nicht gewesen sein, weil ein Admin war er nicht. Nils ist safe! Ah, Leute. Okay. Leute. Schwierig. Also. Und das All bleibt leer. Okay, so, jetzt höre ich. Mach das Spiel mal lauter, vielleicht hört man dann ja, wenn irgendwas passiert oder so. Was? Dem Nils traue ich überhaupt nicht, ey. Man ist hier noch da, irgendwas zu machen. Das ist für mich gerade echt verwirrend, weil die Tasks mir nur noch so, okay, ich muss das manuell machen. Mal gucken wir lieber mal in der Security. Kann ich nicht? Also für alle, die jetzt gerade zugucken und sich bei mir wundern, ich habe schon lange nicht mehr gespielt, aber ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, warum das nicht angezeigt wird, die Sachen. Naja, hier ist auf jeden Fall was zu machen. Hier ist immer. Ah! Okay, da ist Sam, von der ich ja schon potenziell gedacht habe, dass sie es sein könnte. Mal gucken, ob sie. Was ist da mit Mirko? Der geht immer und kommt. Sobald er mich sieht, kriegt er Panik. Jan, dann noch der Nils. Nach und nach waren sie ja alle mal an der Elektronik. Okay. Helfen, ganz schnell. Es ist mein Schiff. Das war teuer. Ist noch nicht abgezahlt. Ist wieder O2, oder? Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, wer gerade eben abgestellt hat. Ob Johanna oder Sam abgestellt hat. Da müssen wir. Beide sind. Na gut, einer von beiden ist also nicht der Imposter, denn die können das ja nicht bedienen. Schwierig. Oh, okay. Kriegt man direkt Panik.
ich trau ihr so gar nicht. Na, komm. Ich laufe jetzt mal Sam ein bisschen hinterher. Ich glaube, Sam hat da irgendwas vor. Jetzt gucken wir mal, ob der Balken. Ja, verdammt, ist tatsächlich angewachsen. Aber es kann natürlich auch jemand anders gewesen sein. Sam, was geht ab? Brauchst ganz schön lange für die Mission. Sam, ist es so eindeutig? Das kann, das muss so sein. Hundertprozentig, der Balken ist nicht angewachsen. Sie stand hier auch wieder. Komm, da gucken wir mal, was der Balken sagt, ne? So, Mauszeiger ist genau da. Okay, jetzt ist was passiert, aber Sam war es scheinbar nicht. Ich bin irgendwie absolut sicher, dass sie das ist. Ich war mir so fucking sicher. Was jetzt schnell los? Oh, oh, oh. Ja, Runde, du. Jan und ich haben Mandy gefunden. Also was von ihr übrig ist. Das sieht fürchterlich aus. Das ist eine brutale Szene. Und zwar in, ist das Mad Bay oder was ist das, wo wir da gerade sind? Ich bin auch noch nicht sehr, sehr gut mit den Namen. Mandy war doch schon tot. Dann ist es Simon, oder? Ja, Simon. Ich hab ja auch. Ach, Entschuldigung, Simon. Ja, klar, Entschuldigung. Simon in Mad Bay gefunden. Und ey, shit, ich war mit Jan zusammen unterwegs und Jan war es nicht, weil er hatte zahllose Möglichkeiten, mich umzubringen, hat es nicht gemacht, sodass ich für Jan bürgen würde. Jan, hilf mir mal auf die Sprünge, haben wir irgendwen an uns vorbeilaufen sehen, der aus Richtung Mad Bay kam? Ich habe vorher Johanna gesehen, ist aber schon ein bisschen her. Ja, habe ich auch gesehen, niemand. Ja. Aber das würde ich nicht unbedingt dem zuordnen können, sonst habe ich niemanden gesehen tatsächlich. Also ansonsten, ja, bei Nils stimmt das Alibi, wir waren zusammen. Ja, ich kann zumindest bestätigen, dass das, was ihr sagt, stimmt, weil ich euch auf der Security-Kamera die ganze Zeit zusammen gesehen habe und ich habe auch gesehen, dass ihr in Navigations alle drei wart. Also ihr habt die Johanna in Navigations getroffen. Das heißt aber natürlich nicht, dass ihr unschuldig seid. Ihr könnt natürlich auch beide die Imposter sein, ne? Ich hatte so Schiss, auch schon mal. Ich wollte auch schon mal Self-Report, den typischen Doppel-Self-Report. Die ganze Zeit zusammen rumhängen und mir das auch ein bisschen suspekt. Aber das wäre eine blöde Taktik, weil dann schaffen sie das. Das ist aber eher eine komische Taktik, dass man nicht umgebracht wird, oder? Ja, das wäre eine wirkliche Imposter-Taktik. Ich muss alleine auch sagen, zu zweit rumrennen. Sie hätten ja die Chance gehabt, in Navigations Johanna zu töten. Und Johanna kam da ja lebend wieder raus. Also so clever war meine Vermutung vielleicht doch nicht. Muss ich selber zugeben. Scheiße. Wir sind entlastet. Aber ich weiß halt nicht, wer es war. Ich habe außer Johanna niemand gesehen. Also ich fand den Sam-Verdacht in der ersten Runde plausibel. Mirko klang ja sehr sicher. Sonst weiß ich nicht. Ja, Mirko klingt immer sicher. Und das ist genau sein Trick, dass er damit mit seinem tollen Police Officer tun, so tut, als wäre es nicht. Und aber dann wäre es ja einer von euch beiden, sonst Quatsch. Warum sollte er sich das sonst ausdenken? Sam, darf ich mal was fragen? Darf ich mal eine Frage stellen? Eben als quasi wir zu Unrecht verdächtigt wurden, also Jan und ich, und das wurde gerade zurückgenommen von Mel, da hast du direkt, bist du direkt drauf eingestiegen und hast gesagt so, ja, bestimmt, ey, das ist voll verdächtig. Was heißt bestimmt? Ich habe euch halt auch die ganze Zeit irgendwie zusammen rumglucken sehen. Was ich sagen will ist, warte, ganz kurz. Okay. Was ich eigentlich meine ist, dass dieser Impuls, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, ja, das ist so ein typischer Imposter-Impuls. Bevor die Zeit sein, das möchte ich auch ganz kurz noch Ich würde niemanden voten, weil dann müssen, wenn wir nicht den Imposter wählen, können wir den Doppelkill machen und die Runde ist vorbei. Ach, Leute. Du lebst doch, was hast du denn? Ich bin trotzdem offended. Ja, trotzdem traurig. Das liegt an diesem Hexenhut. Das sind alles nur Vorurteile. Vorurteile von wegen. Absoluter hinterhältiger Betrug, der hier an meinem Leben vorgenommen wurde.
Ja, ich mache jetzt natürlich meine Tasks, aber ich wette, bei den anderen Kollegen ist es jetzt ein bisschen spannender. Ich mache halt einfach nur den Kram. Ich muss aber auch sagen, dass ich hab Sam ja wirklich, ich wusste es. Und sie hat auch gesehen, dass ich es gesehen habe. Und in dem Moment war eigentlich, finde ich, klar, ich hätte gehen müssen. Ich hätte woanders hingehen müssen. Aber es ging auch so schnell. Sie kam einfach so schnell an mich ran, war es schon zu spät. Mel, dahingeschlachtet, im Electric. Puh, den einzigen, den ich, der es nicht gewesen sein kann, also ich habe Mels, ich glaube, untere Hälfte mit Knochen am Bein im Electric gefunden. Den einzigen, der safe ist, ist Mirko, der war mit mir unterwegs. Max. Bevor wir zusammen aus Medbay rausgegangen sind, ist Nils ja noch da geblieben. Nils könnte aus Medbay zu Electric gewendet sein und dort Dingens Mel getötet haben und ich verdächtige nach wie vor Sam. Ich würde tatsächlich Nils kicken, weil ich Nils auch vorher in der Nähe auf den Camps von Jan gesehen habe. Also zwei Tote, von denen Nils in unmittelbarer Nähe war. Ich wollte dich ehrlich gesagt gerade entlasten und jetzt fällt es mir auf so eine komische Art und Weise in den Rücken, sodass ich ein bisschen denke, warum? Ich bin es tatsächlich nicht. Also falls ihr euch erinnert, ich war ja die ganze Zeit mit Jan unterwegs. Jan ist jetzt tot. Eben war ich nicht mit ihm unterwegs. Davor war ich die ganze Zeit mit ihm unterwegs. Er ist nur tot, weil er kein Imposter war. Wenn ich Imposter wäre, hätte ich Jan ja vorhin schon längst töten können, als wir die ganze Zeit allein unterwegs waren. Das hat Mel ja auch bestätigt. Also ich bin es tatsächlich nicht. Ich wollte eigentlich Mirko und Max gerade in Schutz nehmen, weil ihr beide seid zusammen rumgelaufen und ihr habt mich nicht getötet, als wir in Navigation oder wo das war zusammen waren. Deswegen dachte ich, okay, ihr beide seid es nicht. Jan allein gelassen. Wieso hast du ihn allein gelassen? Naja, weil nachdem das Meeting vorbei ist, verstreuen sich halt alle in ihre Tasks und da laufe ich ja nicht einfach Jan hinterher. Wir sind jetzt ja nicht verheiratet. Also ich wollte deswegen eigentlich Mirko und Max in Schutz nehmen, weil die beiden haben mich nicht getötet. Und da die offensichtlich kein, ich weiß nicht, ob ihr noch einen Cooldown hattet, wenn ihr keinen Cooldown mehr hattet, dann hättet ihr mich ja getötet, logischerweise. So, deswegen bleiben ja nur Sam oder Johanna übrig. So. Ja, dann würde ich mich jetzt erstmal auf Sam versteifen, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass ich ganz klar diesen Stack-Kill beobachten konnte. Gut, ich bin nach wie vor am ersten für Mirko. Ich muss auch sagen, dass Nils vielleicht einfach gespielt hat und mit Jan Vertrauen erwecken wollte die ganze Zeit, um ihn dann am Ende um die Ecke zu bringen, weil Nils, haben wir in der letzten Runde schon besprochen, war auch schon zweimal zumindest ein bisschen verdächtig. Ja, habe ich auch im Hinterkopf auf jeden Fall. Okay. Ja. Warte mal, ganz schöne Worte parat, aber. Jetzt mal kurz irgendjemand, der Firmen Mathe ist, müssen wir jetzt jemanden kicken? Wenn wir niemanden kicken? Ich bin dafür, dass wir Sam kicken oder Johanna. Bam, die beiden. Vielleicht sogar beide. Wir müssen jetzt Sam und halt Nils schön im Auge, denn die Nummer war gerade komisch. Also ich weiß nicht. Nee, Johanna, das ist viel zu konstig. Leute, lass uns immer wählen. Hilft nichts. Tschüss. Gemein und wenn ist nicht, das. dann habe ich falsch gesehen und dann wirst du unehrenhaft entlassen. Gib mein Badge schon mal die Pistole, gebe ich ab. Hey, Mirko, dann lauf doch jetzt mit mir rum. Ja, okay? Schön wär's. Ja, es ist wenig überraschend, aber immerhin haben sie Sam endlich rausgekickt hier. So, ja, wer ist es noch? Ich glaube, es ist Sam tatsächlich und Johanna. Das sage ich ja eigentlich seit Anbeginn, aber man ist natürlich am Anfang vorsichtiger, da direkt jemanden ins Messer laufen zu lassen. Aber ich glaube, da liege ich ganz gut dabei. Kann ich die Task gar nicht machen, oder? So, jetzt gucken wir mal. So, was ist denn noch an Tasks übrig? Clear Asteroids, okay, die Weapons ist ganz oben rechts. Dann mache ich das schnell. Ich glaube, ich bin einer der wenigen, der noch welche machen muss. Das
erst Fast machen. Ja, Nils. Also, gerade eben hat jemand manipuliert, also hier dieses System da manipuliert. Und dann bin ich dahin, gerannt, wo diese Manipulation war. Und da waren Mirko und Max, offensichtlich lieben sie sich, wieder zusammen. und die Einzige, die nicht da war, die dann später um die Ecke kam, war Johanna. Und das wäre völlig bescheuert, wenn ihr beide das manipuliert, und um dann die Ersten zu sein, weil ihr müsst das dann nicht mehr machen. Ohne eure Votes funktioniert das eh nicht. Das heißt, ihr seid safe. Und ich bin gekommen und wollte es auch noch machen, und Johanna war nicht da. Das heißt, Johanna ist auf jeden Fall die letzte Imposterin, und ihr beide, Mirko und Max, seid safe. Ihr hattet Glück, dass ihr da nah dran standet, und ich kann mir vorstellen, dass ihr einfach euch da dran gestellt habt und gehofft, also vorgegeben habt, dass ihr es macht. Und dann habt ihr gesehen, da kommt der. Wenn wir es vorgegeben hätten, dann wäre die Mühle aber schon in die Luft geflogen, Johanna. Ich weiß, weil ihr das gesehen habt. Es ist entweder Nils oder Johanna. Ja, ich bin immer noch, ich war viel zu weit weg. Das war einfach, ich stand einfach. Exakt, du warst viel zu weit weg. Ich war auch voll, ich bin richtig weit weg gewesen und bin komplett den Weg hingelatscht und hab dann Mirk und Max getroffen. Und dann kamst du erst viel später. Du kannst gar nicht so weit weg gewesen sein, weil ich ja auch weit weg war. Und Mirko und Max sind safe. Ich weiß ja, dass ich safe bin. Deswegen lasst uns bitte Johanna rausvoten. Ganz ehrlich, wenn es nicht Johanna ist, geht sofort zum Emergency Meeting. Ihr geht sofort zum Emergency Meeting und votet mich raus, wenn es nicht Johanna war. Ich schwör's euch. Dann machst du ja vorher den Reaktor mit, und damit wir nicht das Voting machen können. Ihr könnt doch super schnell einfach. Mit diesem Kinderspielchen kommst du nicht weit bei mir. Wir starten doch in der Cafeteria. Und dann kannst du doch sofort da drauf drücken, bevor ich irgendwas manipulieren kann. Ach so. Ich hab das Gefühl, du manipulierst hier die ganze Zeit. Alter, mach's doch einfach, du kannst es doch selber ausrechnen. In der ersten Runde wurde ich von Mel entlastet, das hat sich als richtig rausgestellt, weil Jan getötet wurde, und ich war die ganze Zeit mit ihm alleine und hätte es machen können. Und Johanna ist die ganze Zeit verdächtig. Jetzt lass doch mal mit diesem grundsätzlichen einmal bitte Johanna rauswählen, und danach wisst ihr, dass ihr mir vertrauen könnt, es sei denn, ihr seid es selbst, dann habt ihr mich gut gefoppt, aber ich glaube, dass es Johanna ist. Deswegen wähle ich das ja genau andersrum machen, Max, und Nils rauswerfen, dann im Zweifel Johanna im Auge behalten. Aber ich wäre fast dafür, erstmal einfach. Ja, ich mochte Nils' Vortrag, und ich bin ja auch ein bisschen neugierig. Also, Johanna muss sterben. Ihr könnt mich nicht nur rauswerfen, weil ich gerade zu langsam war. Weil ich Max, doch, wir waren doch vorhin auch schon. Max, waren wir nicht schon unterwegs zusammen? Ganz am Anfang? Nee. Waren wir nicht zusammen? Ja, aber das ist am Anfang keine. Nur Noobs töten am Anfang. Ja, irgendwas haben wir jetzt. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich will nicht das schlechte Gefühl haben nachher von Gefühle, Trüle, raus damit. Ah, dann denke ich wieder, jetzt habe ich mich wieder von Nils belabern lassen. Nicht denken, Mirko, du weißt doch, was los ist. Und dann töten wir Nils. Oh nein. Oh, endlich, Leute! Endlich! Oh Mann, ich wollte die Mandy machen, und dann kill ich ausgerechnet Mandy. Und dann killst du mich. Ich hab mir meine Electric perfekte Plan. Ich hab mir meine Electrical Tasks bis zum Schluss aufgehoben, weil ich wusste, ich werde in Electrical gehen. Electrical ist so ein Scheiß Ding. Und natürlich meine allerletzte Task, und Johanna erwischt mich. Ich möchte einmal Mirko, kurz sagen, was bist du für ein Mensch? Du beobachtest einen Mord und keiner glaubt dir außer mir. Was ist da los? Ich möchte auch noch kurz sagen, ich habe sowohl Johanna gecallt, als auch danach, dass Johanna und Sam, ihr hättet einfach auch mal auf den lieben Simon hören müssen. Ich verstehe auch nicht, warum ich nicht nach der ersten Runde schon rausgeflogen bin. Ich verstehe es auch nicht. Wird gesehen und keiner will mit. Was ist da los? Vor allem, ja. Sam, du hast mich gekillt, ne? Eine Frage. Du hast ich bin dir ja die ganze Zeit hinterhergelaufen, als du die Tasks gemacht hast. Hast du das gemerkt, dass ich quasi natürlich! Ich dachte auch, ich kill dich jetzt extra nicht, damit du denkst, du kannst mir vertrauen. Aber dann hast du halt einfach nicht aufgehört mit Hälften, und dann dachte ich, gut, der will halt nicht anders. Ich habe geguckt, ob dieser Progress-Balken sich verändert, wenn du deine Tasks fakest. Aber der ist doch off, oder? Der geht weiterhin an, doch. Oh, sneaky. Wollen wir den ausmachen? Mhm. Kann man den ausmachen? Der ist schon ganz gut zum Ermitteln eigentlich, ne? Ja, das stimmt.
Ja, so ein bisschen können wir ja, ja, ich lasse das einfach mal an. Aber ich meine, Simon, dann musst du ja schon gesehen haben, dass sich die Taskleiste nicht weiter bewegt. Genau. Und du müsstest wissen, dass ich der Imposter bin und rennst mir trotzdem weiter hinterher. Weil ich meine, wie gern willst du gekillt werden? Siehst du, ich habe meine Kollegen so lieb, dass ich lieber noch mal ein zweites Mal nachprüfe, wenn es mich auch in die Scheiße reitet. Ich wollte nämlich wirklich, ich war mir nicht sicher. Alles klar. Ach, das war geil. Das war lustig. An der Stelle noch mal ganz kurz bei Flo entschuldigen. Tut mir leid, du warst so abgelegen, ganz allein da hinten. Alles gut. Ich war vorhin noch an den Camps und habe gedacht, na, ich mach mal paar Tasks. Naja, war schlecht. Nee, nie gut. Jetzt mag er nicht mehr mitspielen, jetzt versteckt er sich nicht mehr hinter der Kiste. Ja, spielen wir heute. Geht's weiter? Yes, ja, ich entschuldige mich auch bei allen, die ich getötet habe. Das ist sonst ja, so ist das Spiel. Also. Ey, es ist wirklich okay. War das letzte Mal, ab jetzt keine Gnade mehr. Ja, ja, ab jetzt. Okay, also ich und Mirko, wir sind die Bösen. Das finde ich schon mal ganz gut. Jetzt weiß ich aber auch nicht so genau, was ich da jetzt am besten mache. Lauf mal mit Mirko rum. Nein! Warum? Oh, das war ja furchtbar. Ich bin aus Versehen. Ich wollte das natürlich nicht. Das ist ja klar, dass ich das nicht wollte. Ich hab den falschen Button gedrückt. Aber ich musste jetzt natürlich töten. Ich wollte Nils killen und hab dann den Cooldown erst bemerkt. Oh, es läuft alles schief gerade. Gott, ich bin furchtbar. Ich bin gerade der allerschlechteste Imposter, Alter. Mirko, hilf mir. Wir müssen es irgendwie schaffen. Okay, Leute, pass auf. Easy peasy schmiesi. Und zwar, ich war gerade in Electrical. Und zwar, ich glaube, mit Andy und, weißt du, Jan, irgendwer noch? Und dann wurden wir eingesperrt in Electrical und dann kam Simon und ich glaube, es war ein Max und standen vor der Tür und haben quasi über die Tür. Ich kam nicht rein, Alter. Lass mich mal zu Ende reden, bitte. Haben über Electrical reingeguckt und dann ging die Tür wieder auf. Dann bin ich um die Ecke und da liegt auf einmal die fucking Leiche in der Ecke 2 Meter neben Simon und Max, die quasi vor der Tür stehen und rein wollen. Nee, das ist Quatsch. Ich bin nicht Electrical. Das kann. Ich auch nicht. Mel, du hast mich gesehen. Ich war bei dem Kreditkartendurchzieh-Ding in Admin. Ja, das stimmt. Aber da bist du jetzt nicht mehr. Also, doch, da bin ich immer noch, weil ich zu dumm bin, die scheiß Kreditkarte durchzuziehen. Okay, Simon, wer ist mit Warte dir mal, da? Johanna, wer ist denn? Johanna, du bist mit mir in Admin. Hast du Max jetzt noch gesehen, gerade bei dem Kreditkartending? Nee. Also, Moment mal. Johanna und ich sind gerade beide in Admin und Max nicht mehr eigentlich. Wow, Mel. Jedenfalls. Das machst du aber ein Fass auf, ey. Also jedenfalls stand ich nur, um das noch zu sagen, ich stand vor der Tür, weil die zu war. Ich wollte da rein, das ist doch klar. Ja, aber du stehst ja neben der Leiche und hast sie nicht reported. Sieh mal ganz kurz, eine Frage, mit wem standst du vor der Tür bei Electrical? Das weiß ich nicht. Ich bin eigentlich neben niemandem. Wo stand denn da einer? Okay, die Tür ging auf und du standest da, Nils. Simon, das ist so scheiße. Ja, was denn? Da standen 2 Leute vor Electrical. Du und der Witz ist, bei dir bin ich mir ganz sicher. Bei dem zweiten bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es ist Max gewesen. Nils, ich schwöre, ich weiß es nicht. Ich bin da rumgelaufen, ich habe gerade am Orientieren. Aber du stehst doch direkt neben der Leiche, die würdest du doch reporten. Digga, du bist sofort, irgendwer hat sofort reported, die Tür ging auf, du standst da, plötzlich war dieses Ding, der Report. Also ich möchte darf ich einmal ganz kurz für alle, die nicht da, die Szene noch mal schildern. Und zwar, stellt euch auf vor, deine Art, ja. Und wenn man bei Electrical aus der Tür geht, dann kann man ja nach links und nach rechts gehen. Rechts geht's nach Storage und links geht's zur Lower Engine. Und links in der Ecke, also wo diese Kurve beginnt Richtung Lower Engine, da liegt die Leiche. Und ich stehe in Electrical vor der Tür, Simon und Max klotzen rein, ich gehe raus. Der Max hat dir doch gerade schon gesagt, dass das Quatsch ist. Richtung Lower Engine und da liegt die fucking Leiche vor den beiden. Nils, so langsam fängst du an, dich verdächtig zu machen. Mit wem warst du in Electrical, Nils? Mit mir. Hat gesagt, mit Mandy, wir waren da eingeschlossen. Ja. Ja, und was ist Mandy, kannst du vielleicht, kannst du noch mal erzählen, was du gesehen hast, weil
Ich kann gar nichts sagen. Nils war einfach mit drin. Ich habe eine Task gemacht. Also wir verlassen uns jetzt alle auf Nils. Ja! Nein! Nein! Oh Gott, was wollt ihr denn noch? Beweise, Nils, Beweise wollen wir. Und dass Flo mal eine Runde mitspielt. Ich will bei Nils bleiben. Nils, lauf nicht mehr. Oh mein Gott, das war so furchtbar. Das war wirklich furchtbar. Ich habe ganz schlechte Karten jetzt. Da komme ich doch nie wieder raus. Jetzt ist hier Johanna und Nils laufen auch noch die ganze Zeit mit. Was willst du denn? Ja, dann kill mich doch, Nils. Ich kill dich nicht. So, ich mache eine Task. Dumm, di dumm, di dumm, di dumm, di dumm. Ich mache eine Task. Ich mache eine Task. Und ich töte niemanden. Ich bin ja kein böser Mensch. Ich bin kein Killer. Da-da-da-da. Der fucking scheiß dumme Nils, ey. Unfassbar. So, alle mal O2. Und da werde ich mich wieder rehabilitieren. Hallo. Hallo. Ich hab grad etwas beobachten können, weil ich in Security drin stand. Und zwar sind Simon und Nils zusammen in Medbay reingelaufen. Und ich bin hinterher, um zu gucken, ob was passiert. Und dann habe ich die Leiche von Nils gefunden. Simon. Selbstmord. Simon, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ihr habt's alle verdient. Okay. Und ich hätte dich auch noch bekommen, Mandy, wenn du nicht die ganze Zeit hinter mir herlaufen würdest. Ja, dann weg damit. Ich war's nicht. Mit anderen Worten, ich war's nicht. Oh, das hättest du vorher sagen sollen, bevor ich geklickt habe. Ach, ich will mich selbst, komm. Geht? Oh, das war die schlechteste Runde, die ich je gespielt habe, Alter. Ah, oh, war das schlecht. Es ist so zum Kotzen. Es ist wirklich so zum Kotzen. Ah, ich war so aufgeregt. Es ist schon so lange her. Ich hätte so viel besser sein können. Ich habe mich am Anfang wirklich verklickt, ohne Scheiß. Ich habe mich verklickt. Immerhin hat der Nils hat's immerhin abbekommen. Und der Flo Varion, ne, der arme Kerl, darf hier nie mitspielen. Dabei hat er so einen schönen Hut auf. Ah. Nee, Tasks habe ich ja nicht, ne? Ich kann nur die anderen abhalten davon. Ah. Ja, komm, Mirko, mach es! Mach es! Ah, Mirko hat Angst. Ich verfolge jetzt einfach Mirko. Er ist der Einzige, der hier weiß, was Sache ist. Das ist so geil, wie keiner dem anderen vertraut. Jo, Mirko setzt an und Slash. Er wartet noch. Jetzt, mach. Mirko, was ist denn los mit dir? Oh, jetzt wäre der Moment gewesen. Das war der Moment. Che passa? Ich habe eine tote Mandy in der Cafeteria. Sehr unappetitlich anzusehen. Ja, Mirko und ich waren zusammen unterwegs. Wo waren Max und Johanna? Wir haben Oxygen gefixt. Also, okay. Aber seid ihr zusammen dahin gelaufen? Oder war einer schon da und kam der andere vielleicht erst? Ich kam dazu, aber ich kam von unten. Max habe ich auch unten lang gesehen. Ganz kurz, Max, Mel,
sind aber auch ziemlich lang zusammen gewesen, ne? Bei Mel, die Ansicht. Doch, Mel, wir waren doch zusammen unten beim Wir waren Storm. In Electrical waren wir. Ja, stimmt. Ich habe euch zwei gesehen, wie ihr da. Ich habe euch zwei gesehen, wie du unten zum, wie Mel unten zum, zu diesem Blätter raus und Ding sie in Storage gelaufen ist. Und dann sind wir zusammen in Electrical und dann ist Johanna dazugekommen. Ey, kannst du Mirko komplett Alibi geben? Ich muss jetzt auch nicht unbedingt voten. Wir hatten das Oxygen im Admin gemacht bei euch. Das waren Mirko und ich zusammen. Ja. Ja, okay, ich kann Johanna ist insofern safe, weil ich mich nicht an die Konsole gestellt hatte. Sie hat es schon abgestellt, als ich dazugekommen bin. Ah, okay, ja, ich habe es auf jeden Fall gemacht in Admin, diese Nummer eingegeben. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Das kannst du aber, das kann aber beide eintippen. Also ich habe es auch eingetippt. Okay. Das ist, also wir standen auch ineinander quasi. Mhm. Also das ist jetzt auch, er stand jetzt irgendwie nicht weiter weg oder sowas. Ja, warte mal. Also eigentlich sind für mich Mirko, war für mich Mirko bis gerade safe, aber jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. So? Weiß ich nicht, Max ist geschickt in diesem. Warte mal, aber einer von euch zwei hätte doch dann den anderen gefinisht und das Spiel gewonnen. Check, stimmt. Jeweils der andere hätte den anderen umbringen können. Max hätte mich umbringen können und Mirko hätte Mel umbringen können. Aber keiner hat es gemacht, also entweder wir haben. Es ist ein Bug. Und alle Imposter sind raus. Ach, wer nur Nils da und könnte uns das alles erklären. Verdammt. Also ich hatte eigentlich das ganze Spiel über einen leichten Verdacht in Richtung Max. Nils hat ja auch Max und Simon verdächtigt, fällt mir gerade ein. Stimmt. Was wäre denn jetzt mit Mirko? Was würde passieren, wenn wir jetzt Max wählen und er ist es nicht? Dann könnten wir ein Emergency-Meeting machen und Johanna wählen. Nee, dann haben wir verloren. Ja, Da sagt Mirko, hab den auf dem Schirm. Dann ehrlich gesagt, Mel, sei mir nicht böse, aber ich bin ganz starkes Team Mel, weil du hast am Anfang schon so rumgehetzt. Oh Gott, ja super. Wo ich denn gehetzt? kann der Chat bitte mal zurückspulen und gucken, wo ich gehetzt habe? Ich hätte gehetzt. Ja, als Nils seine Ja gut, bei Simon war es ja berechtigt, aber ich war nicht mit Simon unterwegs. Ach, stopp! Gucken, was er so macht mit Mel und Johanna. Ja, bitte. Keiner tot. Oh, scheiße. Es tut mir leid. Ich hab's nur gemacht, weil ich dachte, es muss jemand tot sein, weil ich so lange allein war. Entschuldigung. Okay. Okay, ich war auch lange allein und hab mir ein bisschen Sorgen gemacht. Wieso killt denn der Imposter jetzt nicht? Wir sind nur noch zu... Das verstehe ich nicht. Wie lange soll das hier noch gehen? Zacki, zacki. Aha. Das ist nicht gleich, was der Imposter sagen würde. Nein, ist der Imposter nicht ein Mordlüstern? Dann hätte ich doch jetzt nicht auf den Dings geguckt. Da hätte ich mir jemanden gesucht und einfach umgebracht. Los jetzt. Okay, wir skippen jetzt raushauen. Wir jetzt nicht 140 Sekunden hier diskutieren. Außer ich würde nämlich auch sagen, Leute, ich habe nur noch zwei Tasks, sind beide im Reaktor. Also wenn der Imposter dich morden möchte, dann soll er bitte in den Reaktor kommen. Nein, aber es sind hier ja anscheinend noch zwei andere Crewmates neben mir. Deswegen, wenn die beide mit in den Reaktor kommen, wen hat er meine gewartet? Beiden, ja, gibt. Nee. Gibt da mal. Also okay. An die beiden Crewmates, kommt mal mit in den Reaktor, dann mache ich meine Tasks fertig und ich habe auch noch übelst mit zu euren. Okay. Ja, dann laufe ich mit dir danach rum, Johanna. So läuft das doch nicht.
Das zieht sich aber ganz schön, weil einfach keiner, ich meine, Mirko hat enormes, nicht Glück, sondern er macht das natürlich auch sehr geschickt, aber Mirko macht das echt nice und ist aktuell gar nicht so richtig verdächtig. Er muss eigentlich nur weiter so ein bisschen spielen wie jetzt und und Max kriegt's dann schon am Ende. Oh ja. Mirko macht jetzt einen auf, da gehe ich aber mal hin und da helfe ich mal. Das finde ich gut. Das ist so geil. Mirko will am liebsten, dass jetzt jemand zu ihm kommt. Aber Johanna und Max sind auf der anderen Seite. Shit. Das ist gut. Die checken nicht, dass sie runter müssen. Ah! Oh. Doch, noch Victory. Danke, wow. Mirko. Du hast es richtig gut gemacht. Das war auf jeden Fall, Mirko. Wirklich, das war richtig gut. Es war schade, dass Mel, dass du Mirko gedeckt hast. Ja, aber er ist wirklich lange mit mir rumgelaufen, ja. Ohne mich. Er hat das wirklich gut gemacht. Wirklich, muss ich ihm zugestehen. Ah, Mel. Naja. Da haben sie mir alle wieder aus. Ey, ich hab mich geopfert, ne? Weil ihr einfach nicht auf mich hören wolltet, bin ich Simon so lange auf die Pelle geschrieben. Ich wusste, irgendwann kann sein Triggerfinger nicht mehr stillhalten. Ja, und es wäre auch. Es wäre mir so egal. Hätte Mandy ich wollte nur, nicht dass ihr seht, geplaudert. Dass er es ist. Ja, und jetzt? Ich war mir so sicher, dass es Johanna ist, auch weil gerade wir laufen alle zum Reaktor und Johanna ist die Einzige. Nö, ich mache jetzt einfach irgendwas anderes. Ich habe auch sehr schlecht gespielt diesmal. Ja, abgesehen. Danke. Ja, ich habe dich ein bisschen in Beruhigung gebracht, Simon, weil ich direkt. Ich habe den Kill übrigens an. Ja, weißt du? Und das ist nämlich das. Und dann kam Nils raus und danke, ich so, nein! Danke! Weil ich stehe plötzlich da, plötzlich killt mein Kollege jemanden. Ich denke, okay, die einzige Möglichkeit ist, den Zeugen zu killen. Und dann kommt noch eine dritte Person. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Das war das Problem. Naja, aber du hast es super gemacht. Ich hab mich ja auch geopfert, damit du nicht entdeckt wirst, ne? Ja, das war sehr, sehr gut. Auch dass Nils dachte, dass es Max ist. Und ja, so. Ich hatte das nur so in der Verwirrung, ich hatte das M hatte ich noch irgendwie gecheckt. Und deswegen sagte ich ja, bei Simon bin ich mir ganz sicher und bei Max bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich habe irgendwie nur das M und ich musste mich so beeilen, weil da stehen zwei Killer vor mir und ich wusste nicht, wie der Cooldown ist. Ich dachte, du bist auf die Figur gegangen. Wenn du das mit dem Buchstaben gesagt hättest, dann hätten wir es. Ja, Mist. Ja, das war. Das war dann wäre es Mel gewesen. Mit einem M, wollte ich gerade sagen. Hier gibt es Andy, Mel, Max, Mirko, Simon. Marion. Jan. Mem. Ah ja, okay, noch eine. Oder wollen wir eine andere Map nehmen? Können wir das doch nochmal machen, oder? Okay. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Okay. Außerdem ist die eine so schön Runde einfach. Noch eine Runde? Oder eine andere Map? Sorry. Ich bin für noch eine Runde, weil das ist so eine geile Loop-Map. Okay. Da kann ich ein bisschen besser spielen als bei den anderen. Yes. Dann starten wir in die nächste Runde. Ich habe eine Leiche gefunden. Oh nein. Wo denn?
Mel lag erstochen im Storage. Und so beim Eingang von rechts da, wo man da von Shields und so Kram kommt. Milko, von wo kamst du? Du kamst von Shields und Communication da. Ich bin von Admin gekommen. Von Admin. Das ist super. Ich kam von Lower Engine und ich habe niemanden gesehen. Das heißt, der Killer ist nicht nach links gelaufen. Ich bin gerade rechts runtergekommen und da kamen mir Jan und ich glaube Nils entgegen. Genau, die sind mir auch entgegengekommen. Aha. Und ich wäre gerade auf die Leiche zugelaufen. Also ich war in den Camps und ich habe Mel noch gesehen. Also ich habe Mel in Navigation gesehen. Sie ist dann rein und ist dann, glaube ich, runter Richtung Shields und ich glaube, Max war bei ihr. Also ich habe halt Max bei Navigations gesehen auf den Camps, wo auch dieser Vent ist, in dieser Ecke. Ja, Mel ist raus aus dem Gang, raus aus Navigations, dann habe ich da dieses Flugzeug hinterher Dingsbums gemacht und dann bin ich runter zu Shields und an mir kam Sam vorbei. Das kann ich auch bestätigen. Wo war denn Mandy? Ja. Ich bin in Navigation und ich weiß nicht, wer da noch ist, aber irgendwer ist da noch gewesen und müsste das bestätigen können. Ich weiß nur nicht, wer. Also ich war ja gerade in Navigations, bevor ich runter Richtung Shields bin, aber ich hab dich nicht gesehen. Dann musst du, wenn, dann nach mir rein. Ich stehe in dem Gang halt drin zu Navigation. Das ist auch schon ein bisschen länger her, dass ich jetzt da war. Ich bin's nicht. Aber wie gesagt, also ich bin nicht sicher, ob Nils mir entgegenkam, aber auf jeden Fall war Jan da. Nils hat schon Ja gesagt. Also ich laufe hier gerade hoch von, wie heißt das da? Ja, Shields zu Navigation. Ja. Ich habe aber noch keinen jetzt gefunden. Was hast du denn zuletzt gemacht, Jan? Ich war hier bei, keine Ahnung. Okay. Das heißt Shields oder nicht? Und du hast keinen gesehen. Also während du in Shields warst, du hast niemanden aus Navigations Richtung Storage laufen sehen. Aus Navig, ey, ich weiß nicht, was du da. Also von der ist rechten Storage Seite. Storage ist unten, wo man den Tank auf. Oben rechts nach oben und ich habe hier jetzt keinen vor mir gesehen. Okay. Also ich glaube, ich habe Nils gesehen, der auch entweder hinter mir. Jan, eine Frage. Wenn du Nils Namen siehst, ist der dann in Rot geschrieben? Sind erweckte Namen in Rot geschrieben? Sorry, verstehen wir es? Dann wärst du der Imposter, deswegen. Okay. Weil ich glaube, der Nils ist es und wenn ihr beide schon zusammen rumlauft, ach, ich weiß nicht. Ich skipp jetzt. Ja, ich skipp auch. Lame. Ja. Nun. Das ist Jan, okay. Geh weg. Okay. Ja, Jan hat, glaube ich, nur ganz normal gerade seinen Job gemacht. Der stand so komisch im Gang. Der hat mir gerade Angst gemacht, weil er da so stand. Aber vielleicht hat er wirklich hier einfach nur den Tablet-Kram gemacht. Nils dagegen. Alarm, Alarm. Okay, kurz bevor... Bevor du sagst, Max, die Leiche liegt in Admin. Nein, tut sie nicht. Storage? Electrical? Ja, sie liegt in der Tat in Storage. Unten beim Blätter-Rauspustgerät. Da habe ich eben den Jan hinlaufen und den Nils davon weglaufen sehen. Kein das Witz. Das kann ich bestätigen. Nils ist rechts in diesen Gang bei Communications rein. Ich kam von oben, von Admin. Ja. Nils war da bei dem Eingangsding, sie ist aber von mir weg und dann bin ich runter und da lag die Dode Johanna. Es war Jan. Ich laufe gerade in die Richtung. Ich bin hier Simon entgegengekommen gleich, da wieder auf bei Communications. Genau. Da genau. Da stand also ich war die ganze Zeit mit Sam unterwegs und ja, hab sie du bist
Ich habe sie belauert, weil ich sie einfach mal abchecken wollte und sie hat mich zumindest nicht umgebracht. Also ist Sam für mich relativ safe. Aber ich weiß auch, dass ich bin auch Max noch entgegengekommen, das stimmt. Aber ich war die ganze Zeit auch mit Max unterwegs. Ich glaube, die kann auch bezeugen, dass ich nichts gemacht habe. Also warst du jetzt mit Sam und Max die ganze Zeit unterwegs? Nee, ich war mit Sam und Max. Also frag sie halt einfach. Also ich. Ja, genau. Ich möchte nämlich auch sagen, dass ich es eher ziemlich creepy fand, wie du hinter mir bist. Ja, das war auch stalking. Vor allem hast du, hast du halt nur da gestanden und auch irgendwie keine Task gemacht. Und dann hast du dich erst verkrümelt, als wir bei Edmund waren und da andere waren. Ja. Also ich würde jetzt nicht meine Hand für dich ins Feuer legen. Ich würde gerne noch mal was ehrlich gestehen. Ja. Ich hatte auch keine Task im Medical. Ehrlich gesagt habe ich dich einfach ausgecheckt. Ich würde gerne noch mal. Ich hatte gehofft, dass du auf dieses Podest gehst. Weil wenn jemand auf dieses Podest geht, dann kann man den sozusagen checken, ob der diese Task wirklich macht. Und ich hatte. Nicht aus? Das haben wir aus. Ach echt? Ah, okay, ja, das wusste ich das nicht. Ist genau. Ich wollte Jan fragen, weil ich kam an Communication vorbei. Das ist so ein Türeingang. Und du standest so in dem Türeingang, ein bisschen bedrohlich, aber du hast ja nichts gemacht. Und dann hab ich geguckt, ob da eine Task ist, und es war eine Task, aber du standst sehr weit davon entfernt und du bist nach links in den Storage gegangen. Wohin bist du denn dann gegangen? Weil direkt danach war ja irgendwann der Mord. Also entweder bist du in Cafeteria gegangen oder in Admin oder in Electric. Also es könnte, kurz mal um das einzuwerfen, es könnte auch ein Self-Report sein. Also just saying. Also es ist halt. Er hat den reported. Max. Ich hab reported. Einmal Simon zu antworten, ich hab dich gesehen, in diesem Communication-Zustand sei irgendwo hinten in der Ecke, aber ich war auf dem Weg hier hoch. Also nicht da nach Norden, Richtung also Navigation. Storage, sondern da. Müssen jemand voten? Also hier rumlaufen, dafür stehen also Nils und Jan sind heiße Kandidaten. Ja, genau, so ist es, genau so ist es. Nachdem man dich gerade angezählt hat. Ja, da sieht man doch hier die Massenmeinung. Einer hat gefehlt. Ich laufe jetzt mit einem von euch rum. Ist mir scheißegal, ich stalk einen von euch. Creepy. Creepy, Mann. Ah, ist das geil. Es ist geil. Es ist halt einfach geil. So, Storage Admin. Gehen wir erstmal runter. Ja, okay, jemand macht's gut. Ich habe Angst vor Nils. Ich glaube, der will mich killen. Kann vielleicht jemand jetzt gleich mal mit mir mitlaufen und gucken, dass der Nils mich nicht killt? Das ist sehr wichtig. Ich einfach rausvoten. Ich finde ihn auch echt. Ich möchte auch, warte mal, hier Verdächtigungsstadel. Jan hat sich auch merkwürdig verhalten, als der Reaktoralarm losging. Der ist. Ja, aber jetzt sind wir gerade dabei, Jan und Nils rauszuschmeißen. Jetzt gedulde dich. Wie hab ich mich denn verdächtig verhalten? Ich bin in den Gang reingelaufen und du bist erst mir entgegengekommen und dann wieder Richtung Alarm gelaufen. Hä? Du bist erst in meine Richtung gelaufen, also in die entgegengesetzte Richtung gelaufen. Nee, kein Stück. Ich glaube, du verwechselst hier auch die Mützen oder die Nase. Nein, du bist schwarz. Ja, ich bin schwarz, aber ich bin aus der Cafeteria Richtung Upper Engines gelaufen. Schnurstracks geradeaus. Wie nur ein Bayer laufen kann. Also, Max, du wurdest jetzt dreimal, glaube ich, sowohl beim ersten Mord als auch beim zweiten Mord, als auch jetzt von unterschiedlichen Leuten quasi verdächtigt. Also, so langsam nehmen die Indizien zu. Wir suchen aber zwei Leute. Wir suchen nicht eine Einzelperson. Wir müssen bei 8 auch noch nicht voten. Wir müssen bei 8 noch nicht. Wir können ja erstmal Nils rausvoten. Warum? Aber könnt ihr mir mal sagen, ganz kurz, weil ich es nicht checke, warum? Es ist in jeder Runde so, ich habe euch bisher nie verarscht und ich werde immer nicht geglaubt und ich weiß nicht warum. Ja, wenn man nicht der Killer ist, verarscht man ja auch nicht. Codeouts machen oder so. Ich weiß, ich habe mich sogar selbst geopfert in der letzten Runde. Du warst ja unschuldig letztes Mal. Ja, natürlich, ich bin jetzt auch unschuldig. Weißt du, warum ich dir hinterherlaufe? Damit du siehst, dass ich nichts mache. Dann lauf doch mal hinter jemand anderem her.
Wir waren die ganze Zeit alleine. Simon, wir waren die ganze Zeit alleine. Niemand war da. Ich hatte dich sowas von Platz. Abstand habe ich gehalten. Deswegen konntest du mich nicht wie so ein Fussel. Aber ich vertraue Simon, weil Simon hätte mich auch schon töten können. Also, da waren wir unten. Ich bin's nicht, Leute. Ich kann's gar nicht sein. Ich weiß nicht, aber du nackt bist. Jan und Max sind für mich aber auch noch. Wen voten wir denn jetzt? Nils. Wir müssen noch niemanden voten. Wir müssen noch bei 8 noch gar nicht. Sag mal bitte, why. Jedes Mal, wenn du dich auf jemanden stürzt. Nicht lange aufhalten. Sag mir mal, warum. Ich habe das ist ja so yes. Yes. Ey, Leute, warum? Yes. Das tut mir so leid. Oh. Wenn es falsch ist, tut's mir leid. Oh. Ja, da habe ich jetzt aber wirklich auch nicht mitgerechnet. Da hätte er mir aber auch nicht so sehr hinterherlaufen sollen. Der Nils. Das ist so ein furchtbares Spiel. Das Spiel macht einem komplett alles kaputt. Freundschaften, den Glauben an einen selbst. Moralisches. Ah, was soll ich denn hier machen? Storage, Fix, Wiring. Da. Schon wichtig, dass wir auch die Tasks alle erledigen, wirklich. Oh. Bisschen viel. Ich habe Flo Security gefunden und den letzten, den ich mit ihm da gesehen habe, ist Jan. Und ich habe auch einmal im Security aufs, auf die Bildschirme geguckt. Und da hat sich Jan so pro forma mal an eine von diesen Wandboxen hingestellt, einmal links, rechts geschwänzelt und ist dann weiter Flo hinterher. Und ich bin, ich war im Security und bin raus, als der Oxygen ausgelöst wurde. Ich bin Team Jan. Safe. Ich auch. Es bleibt das noch Jan. Ja zu unseren bisherigen Voting-Verhalten, ja. Es tut möchte mir auch Jan leid für Nils. Möchte Jan irgendwas zu seiner Verteidigung sagen, vielleicht? Ich versuche noch rauszufinden, wem welche Stimme gehört. Das ist immer so ein bisschen mein Hauptproblem. Ich war im Security, ich habe da was Max, ich glaube mit M und Varian an den Kameras gesehen. Habe ja auch einmal auf die Kameras geguckt, aber nichts wirklich gerafft. Und dann bin ich nach oben gerannt, hier Upper Engine-mäßig. Also das würde dann, wenn Varian tot ist, war das Max? Ich glaube, Max war das, den ich da noch gesehen habe. Sonst habe ich nichts gesehen jetzt. Das macht aber keinen Sinn, weil du mir nicht mehr ich war bis Cafeteria gekommen, dann war der Alarm zu Ende und dann bin ich wieder zurück Richtung Upper Engine und da ist mir keiner entgegengelaufen. Jan, this doesn't add up. Punkt. Ist ja schlüssig, wenn ich dich da gesehen habe, aber ich kann halt auch sagen, was ich gesehen habe. Mandy und Max sind. Was? Und wir gleich verloren haben. Ja, aber also nein, Jan ist ein guter Max Tipp. Wenn Max im Hostel ist, ist er eigentlich ruhiger, habe ich immer so den Eindruck. Max also, hat fast jede Leiche gefunden. Das ist so. Ja, ich hab echt schon... Ja, gut. Das gebe ich dir. Dass ich war, wissen wir ja. Tod umgibt Max. Das ist so wie so ein dichter... Was bin ich? Dichter. Okay, gut. Ja, wählt Jan, vertraut mir, ihr werdet das nicht bereuen. Punkt. Ja, was soll ich sagen? Ich kann nur sagen, dass ich da war und ja Max und Varian gesehen habe, dann da oben gelaufen bin. Also es spricht aus meiner Sicht als für Max, aber mehr weiß ich nicht. Jetzt kommt Mirko, was nicht so spannend. Bringt mich um, macht was ihr wollt. Max, merken wir uns fürs nächste Max Mal. Max war es, weil ich tot bin, ja. Okay. Jan, du musst auch noch was machen, um uns die 30 Sekunden zu erschaffen. Hey, der kann auch die Zeit, die er lebt, nicht noch auskosten. Lass den Mann nicht mal da. Also, vor der Luftschleuse noch ein schönes Liedchen pfeifen. Okay. Menschlich. Wir gedenken Johanna, Flo, Nils und Mel. Für euch. Das ist für euch. Ja, ja, ja. GG. Yeah.
Ja, das war leider sehr gut gecallt von euch. Was soll ich sagen? Wir waren doch die ganze Zeit gleich verdächtig, Nils. Warum eigentlich? Wir haben doch einfach getötet. Ich habe euch an derselben Ecke gesehen. Ihr wart bei Storage alle. Das war's, glaube ich. Ja, wir standen da bei Storage rum und da war ich hatte wirklich, Leiche, ne? Du standst so weit von dem eigentlichen, von dieser Task weit weg, dass ich gar nicht glaube, dass du die hättest machen können. Also das hat mich am meisten verwirrt, weil ich dachte, ja, Jan, der stand so weit weg. Jetzt, dass ich keinen Plan habe, wo die Tasks sind, ja. Aber ich weiß auch nicht, wie lange ich damit noch durchkomme. Das war's, also, glaube ich. Du kannst aber auf der Map schauen, dass du dich bei diesen gelben Punkten quasi hinstellst, da bist du immer relativ safe. Ja, ja, das war. Wir können eine neue Map spielen, Jan, dann kannst du die Ausrede wieder nehmen. Genau, wir werden eine neue Map spielen. Wir machen eine neue Lobby auf. Genau, wir machen all das vorher, aber machen wir kurz Werbung und ihr könnt da draußen jetzt, weiß ich nicht, euer Tippspiel weiterspielen, wer von uns am meisten gekillt wird und wer von uns am meisten Leichen auf seinen Weg pflastern wird. So, wir werden das gleich sehen. Es geht nach der Werbung weiter, dann hier mit Among Us in unserer großen Rocket Beans interner Runde. Herzlich willkommen zurück bei unserer großen RPTV Among Us Runde, unter anderem mit Florvarion, aber auch mit Jan und ganz vielen anderen Leuten hier aus unserem Kosmos. Da sind sie schon alle versammelt in einem Raumschiff mit unbekanntem Ziel. Aber eins ist klar, nicht jeder wird das Ziel erreichen, der ein oder andere wird vorher Leichen. Hallo Leute und ja, dann starten wir doch einfach mal, würde ich sagen. Yes. Das muss ich mir gar nichts zu sagen. Ey, Nils, ich möchte noch mal feststellen, du warst es doch eben wirklich, oder? Weil ich ist nicht böse gemeint. Will nur sicherstellen, dass nicht Leute denken, dass ich Nils kategorisch schon immer nehme. Das ist wirklich nicht der Fall. Er ist manchmal verdächtig. Das ist halt sein Problem. So, jetzt habe ich hier, Moment, Office. Okay, hier ist Office, ne? Hier sind die Electric-Dinger oder so. Nee, auch nicht. Moment, jetzt muss ich gerade erst noch mal gucken. Hier ist das Raumschiff. Haben wir die falschen Karten? Ich bin mir gerade nicht sicher, Regie, ob ihr die richtige Karte ausgewählt habt. Ich glaube, wir haben eine falsche Karte, die ihr mir hier zeigt. So. Ah, jetzt wird die richtige Karte gesucht. Oh, was möchte ich denn hier machen? Na, endlich. Da drehe ich am Rad! Oh nein, nicht der Simon. Warum trifft es immer die Berühmtheiten zuerst? Ja, sprich, Johanna, wo liegt er? Das ist eine gute Frage. Ich bin desorientiert auf dieser Mappe. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich. Ich glaube, unten links, ne, wo auch dieses mit dem Laub rausspielen ist. Warst du nicht also, da? Ja, Weapons Outquest. Irgendwo da. Ich habe gerade noch ein paar Leute gesehen, aber ich weiß nicht. Ja, ich glaube, da unten. Ich glaube, Milko, warst du nicht auch da? Gerade zum Schluss? Ich bin hinter Johanna hinterhergekommen. Genau. Weil ich eine andere Task gemacht. Also ich hätte wahrscheinlich sonst Simon als nächstes gefunden. Ich würde jetzt an der Stelle mal einen Self-Report sogar ausschließen, weil ich glaube, Johanna, wenn sie sagt, dass sie die Map nicht kennt, sie ist aber direkt am Anfang total zielstrebig zu einer Task gelaufen. Deswegen glaube ich nicht, dass sie Imposter sein kann. Also, weil sie wahrscheinlich einfach den, ne, den Taskmarkierungen gefolgt ist. Als Imposter wäre sie, glaube ich, ein bisschen lost auf der Map, wenn sie die nicht kennt. Also, ich glaube, Milko kann ich, glaube ich, auch ausschließen, weil er war relativ lange am Anfang und hat, glaube ich, hast du deine Task beendet? Ja, wahrscheinlich wirst du jetzt ja sagen. Ja. Aber, okay, gut. Aber was denn für eine Task, Milko? Es war dieses Raumschiff so in Zickzack fliegen da beim Anfang direkt. Falsch. Okay. Also ich kann nur Mel und Nils, wir waren drüben im Labor. Das sind die einzigen Leute, die ich gesehen habe.
Ich war hier an der Kamera, es waren drei in Labor, zwei oben in Security, einer in Office und ich war ein Admin, da unten die Action habe ich nicht viel gesehen. Da müssen drei. Warte mal, du warst an der Kamera, Jan? Dein Admin, den ich an der Kamera sah. Du warst Admin, an diesen Lifelines, ne? Diesen Pult da, ja genau, und drei waren in Lab, zwei oben in Security, einer in Office und da unten in der Ecke die Action, war nicht viel los, war nur ein einzelner Punkt. Aha. Okay. Sprich, wenn Mirko und Johanna, ihr seid von der rechten Seite gekommen, und ich bin an den Camps, aber ich habe da auch niemanden langgehen sehen, sprich, der müsste ja oben langgerannt sein. Warte mal, wer bleibt denn da übrig? Okay. Nein, ich wollte gerade genau dasselbe machen, und zwar Ausschlussverfahren, weil ich nämlich auch, also ich habe Jan einmal kurz bei Communications gesehen und bin dann auch hoch und habe da nämlich Johanna nochmal gesehen, die dann, glaube ich, darunter ist, und ich bin zu Office rein und bin mit Simon auch kurz rumgelaufen. Ach scheiße, die Zeit ist vorbei. Und deswegen fand ja, wir können ja auch noch skippen. Ich war nie bei Communications. Nein? Ja, also war es Nils. Nils. Im Zweifel Nils. Mit Max und Nils waren zusammen mit mir in Laboratory. Wollte nur mal ein bisschen Zwiespalt streuen bei euch. Das hat gut funktioniert. Okay. Ich werde erstmal noch keine Task machen, sondern ich gucke jetzt einfach mal hier oben wieder mal an den Kameras, weil ich glaube, hier in der Map, auf der Map, kann man relativ gut die Leute sehen. Da ist der Mirko und Max. Ist es Max? Ja. Die tänzen da so um Max. Mel. Mirko. Max. Also Max ist noch. Da ist Nils, da ist Mandy. Okay. Hier ist halt auch immer ein guter Platz, um zu morden. Ich wage es jetzt einfach mal. Wo liegt der Bursche? Jetzt? Ach so, Entschuldigung, ich war gemütlich. Ich hab reportet, ich habe mich gerade so erschrocken, dass ich vergessen habe, wo ich bin. Aber ich hab Upload gemacht. Ist das in Weapons? Ich glaube, oder? Gibt's viele von. Ja. Ja, einer ist links, einer rechts. Also. Und nee, das ist eher links gewesen. Ja. Also ich bin eher bei O2 oder bei Weapons die Ecke. Und da ist, wenn man reinkommt, rechts so ein Upload-Button, wo ich die ganze Zeit stand und gedacht habe, ich hasse Uploads, weil man da so lange warten muss. Und da links in der Ecke, das habe ich auch erst gecheckt, nachdem mein Upload weg war und ich wieder hoch wollte, habe ich gecheckt, okay, fuck, da liegt ein Knochen in der Ecke. Und zwar Max. Ich habe aber niemanden gesehen. Jetzt muss ich erstmal überlegen, habe ich irgendwen gesehen? Nee, ich habe niemanden gesehen. Wo, warte mal, wenn du nochmal genauer beschreiben kannst, wo dieses Upload-Ding ist, weil es gibt einen Download, glaube ich, bei Security oben. Meinst du bei Office, ja, Nils, wo wir am Anfang gestartet sind, der rechte Raum daneben, meinst du da? Nee. Ich glaube, es ist Weapons, oder? Es ist bei O2 ganz unten, aber da ist ja nichts eigentlich, oder? Ganz links unten. Also ich glaube, es ist Weapons. Und da hatte ich noch eine zweite Task. Und da bin ich, also die zweite Tag ist unten links in der Ecke und der Download ist oben rechts in dem Raum. Ich meine, es ist Weapons. Yeah. Und ja. Auf jeden Fall hin, da sind so zwei Tasks, eine rechts oben, eine weiter links. Ja. Aber ich kann leider nicht sagen, wer es war. Ich hänge in der Mitte rum, dazwischen Office und Admin. Ich habe nur einmal Johanna kurz kommen sehen aus der Richtung, sonst niemand. Ich bin gerade oben Electrical Security und da kam mir Flo entgegen. Ja, ich war in den Camps und bin jetzt ins Storage. Ich glaube, Nils, du meinst unten links, wo dieses Schiffsrad auch ist und dann oben dieser Raum mit dem Baum drin. War da nicht der erste Mode auch dort? Ich glaube, du meinst nicht Weapons. Weil ja, ich habe dich in den Camps dort gesehen. In den Camps habe ich dich noch in dem Raum gesehen.
Aber war da, da ist doch kein Upload-Download in dem Bereich. Also rechts bei dem, bei dem Baum, da ist ein Up oder Download. Ich weiß nicht. Ja, aber den Baum genau. Hätte man doch. Ja, ja, den hätten wir. Das war nicht der Baum. Ja, okay, das stimmt. Ich gehe da gleich einfach nochmal hin und dann sage ich euch das in der nächsten Session. Es sei denn, ich bin tot. Es war eine sehr fruchtbare Diskussion. Ich bin von diesem ganzen Upload-Download verwehrt, aber es könnte auch Honest Mistake gewesen sein. Ja, also ich kann jetzt nur sagen, ich habe nur Flo getroffen, der war da oben und ja, ja ich keine Ahnung. Hat irgendjemanden gesehen, der da unten war? Also jetzt, ich habe Nils in den Camps gesehen. Nils hab ich habe Johanna grob aus der Richtung kommen sehen, aber nur grob. Naja, Nils hat ja auch reported, macht ja Sinn, dass er in den Camps zu sehen war, aber trotzdem mal im Auge behalten vielleicht. Was, mich? Hä? Wasser? Was? Müsste eigentlich ein paar Tasks machen. Ah, hier ist das auch, okay. Egal wie schnell man am Anfang ist, glaube ich, man ist immer zu schnell. Ich muss dazu sagen, falls die Leute mir gerade zuschauen, ich habe es noch nie auf dem PC, ich habe es einmal auf dem PC gespielt, sonst immer am Handy tatsächlich, weil das die Gegebenheiten bei mir zu Hause noch nicht so irgendwie anders ermöglicht haben, aber es ist natürlich jetzt ein bisschen ungewohnt. Und diese Task ging bei mir nie. Die ging auf dem Handy nie. Und die oben glaube ich auch nicht. Aber das gucken wir jetzt mal gleich nach. Aber ich würde sagen, ich gehe mal einmal zu okay. Ah, okay, das geht dann auch nicht. Das wusste ich gar nicht. Okay, hier ist nichts. Warum war Mel vor der Tür und ist dann raus? War sie drin und wollte raus? Aber eigentlich nicht. Nils, Johanna, Sam. Johanna, möchtest du es sagen, oder? Ich hab mich übelst verlaufen. Wo seid ihr denn alle? Also ich weiß, wo du bist ständig gegen den Zaun. Und ich weiß, also du hättest ruhig noch eine Sekunde warten können und dann wäre die Leiche vielleicht auf den Boden gefallen, aber sie ist quasi in der Luft noch geflogen, nachdem du sie kaltblütig erstochen hast. Wo denn? Eine Leiche? Wo warst du denn überhaupt? Ich kam gerade in Camps. Ich laufe halt meine Runden machen, weiß ich nicht, in den Camps, hier auf der Map ist das recht hilfreich so. Und es hat ja was gebracht. Ich habe Johanna gesehen. Also ich bin rein und die Leiche ist quasi umgefallen direkt. Ja, dann ist der Fall ja klar. Ich würde gerne mal was sagen. Ich habe keine Leiche gesehen, ich war noch nicht mal bei den Camps. Wo bist du denn? Ich war mit Nils irgendwo in der Mitte, wo der Schnee liegt, bin dann an diesen Zäunen nicht vorbeigegangen und laufe, glaube ich, gerade da bei diesem Cookturm, wo man so ein Aussichts... Mother... North... Also, ja. Folgendes ist passiert, kurz bevor der Mord geschah. Ich war... hab fast alle Tasks, by the way, fertig. Und dann war ich... hab ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich die Zeit, jetzt lungere ich mal rum und guck mal, was die machen. Da waren Sam und Johanna waren in Communications. Mhm. Und dann bin ich... runtergegangen, aus Communications raus, Johanna auch, und Sam blieb offensichtlich noch ein bisschen länger und lungerte darum. Und dann habe ich mal geguckt, okay, was macht Johanna da? Die hat nichts gemacht, die stand nur rum. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, die wartet jetzt, bis ich irgendwas mache. Jetzt habe ich die gleiche Situation, dass ich wieder verdächtig werde, weil ich jemanden stalke. Und dann bin ich abgehauen Richtung Laboratory, wo meine letzten Tasks sind. Und kurz darauf ist Sam ermordet worden. Also es gibt. Und eine Sache habe ich. Und dann kam mir Flo Varian noch nördlich von Communications entgegen. Also entweder es war Flo
oder es war Johanna. Ich tendiere ein bisschen zu Johanna, weil sie da so komisch creepy rumstand, aber es könnte theoretisch auch Flo gewesen sein. Ich bin auch bei Johanna, weil ich sie in der ersten Runde schon aus der Richtung kommen sehen habe. Außerdem traue ich Flo auch nicht zu, sich so eine komplizierte Lügengeschichte auszudenken. Na, hör mal, Jan. Also, das kann ich mir schon ausdenken. Also, ich vermute mal, dass nur der Kiel, also war's doch Flo. Damit da mich gerettet hat, dass ich gerade nicht gestorben bin, weil als Nils mich gesehen hat, bin ich an diesen Zäunen da nicht vorbeigekommen. Das sind solche Stacheldrahtzäune. Ach, naja, ist auch egal. Ach also, komm, Johanna. So langsam kaufe ich Johanna das nicht mehr ab. So langsam kaufe ich ihr das nicht mehr ab, dass sie die Männer nicht kennen würde. Ich habe ja jetzt eine Runde Zeit. Kleinen Vogelbabys. Ich finde es schön, dass ich auch ein Vote bekomme. Also Flo und ich sind safe auf jeden Fall, ne? Könnt ihr euch mal merken. Wir wissen nicht, ob Flo safe ist. So, das war natürlich sehr, sehr glücklich gerade. Deswegen, Leute. Mel? Ah, Mel. Ja, okay, du kannst mir gerne hinterher rennen. Komm mir gerne hinterher. Lol. Okay. Das kann natürlich Johanna jetzt sein. Kann sie die schließen? Ja, ich glaube schon. Okay, man sieht niemanden. Nicht eine Person. Okay, wir sind hier mit Mel, das ist gut. Vielleicht deckt sie uns. Mirko, Mel. Ah, ich weiß nicht, Mirko? Ich renn mal. Okay. Ja, Mel, du kannst mir gerne hinterher rennen. Du wirst sehen, dass ich nicht sus bin. Mirko, okay, weiß ich auch nicht. Da hinten ist die Tür zu. Okay. Mirko und Mel, glaube ich, die Camps sind an. Da guckt er. Mandy wurde eingeschlossen. Was könnte, es ist wahrscheinlich Johanna. Okay. Ganz kurz, Mel und Mirko sind safe, Mandy ist es. Ja, das wollte ich auch gerade sagen, danke. Ja. Warum? Kurz und knackig. Weil ich Mel und Flo die ganze Zeit in Camps zusammen rumlaufen sehen habe. Ja. Und ich habe Mandy auf den Camps, die war die Einzige, die so in der Nähe von einer anderen Person war. Und Mel und Flo können es nicht sein. Also. Ja, Mel ist Mandy mir sehr, sehr weit hinterhergerannt. Du hast mich wahrscheinlich verdächtigt. Nein, ich habe alle meine Tasks fertig und wollte dich beschützen tatsächlich, okay, weil ich dich sehr unverdächtig fand und wollte mit dir rumhängen. Und wir haben im Vorbeigehen, als wir darüber gelaufen sind, haben wir Mandy gesehen, wie sie in einem Raum war, bei dem die Türen zu waren. Richtig. Also ich vermute, sie hat den selber verriegelt, um da drin halt ungestört zu töten. Oder, ja, entweder das oder es war Johanna, aber nee, ja, ich sehe das anders. Schade, dass du das anders siehst. Ja. GG. Schön, 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 schön. Ja, Johanna hat sowas ultra-vertrauenswürdiges. Es ist jetzt vorbei. Nie wieder. Ich war komplett lost. Ich war wirklich komplett lost. Es tut mir leid. Es ist einfach so kompliziert. Dann kommt da Flo rein und ich hab mich so erschrocken. Und du wolltest halt raus und bist nochmal panisch noch, ne? Zurück. Du, ja, man kann halt nichts machen. Aber den Noob kaufen wir dir jetzt nicht mehr ab, Johanna. Nee. Aber den Joker ist jetzt. Ich kenne mich leider immer noch nicht gut aus, aber es ist nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm. Ja, auf der Map kennt sich keiner so wirklich gut aus, sagen wir, wie es ist. Ich sag's euch, wie es ist. Okay, los, direkt, Leute, weiter. Direkt weiter hier. Wir haben noch 20 weiter. Minuten, da schaffen wir doch noch 2 Runden. Los. Wenn du der Imposter bist, ja.
Leute, ich habe zu Hause schon das Problem tatsächlich. Ich weiß, jeder beklagt sich darüber, dass er kein Imposter wird, aber bei mir stimmt es. Hier am Anfang werden gerne Stack-Kills gemacht, aber es macht wahrscheinlich niemand. Keine Ahnung, wie ich mir jetzt hier am besten jemanden schnappe. Hier sind überall Räume. Ah, das mache ich. Das ist gut. Ich gehe in die Security und tu mal so, als wäre ich bei der Security und suche gleichzeitig Leute, die einsam irgendwo herumsuchen. Und wenn dann einer zu mir kommt, zu der Security, sage ich, ich habe ja die ganze Zeit Security gemacht. Ich kann es ja gar nicht gewesen sein. Da, Mel. Oh Mann, Mel, was machen die da oben? Was ist da los? Warum sind da so viele? What the fuck? What? Was ist denn jetzt passiert? Volle Power. Ja. Da hat irgendjemand den Stack ausgenutzt. Hä? Haben wir gesehen in den Camps, dass da relativ viele waren. Ja, das war bei diesem, wenn man den Fuel auffüllt und dann das erste Ding reinfüllt. Und da standen richtig viele Leute, inklusive mir und Sam hat's halt. Also ich habe gesehen, Milko und Jan. Ihr wart da, ne? Mirko, Jan und Sam. Ich bin da, ja. Ich bin hier gerade, hab den Kanister 7/8 voll. Also ich habe diese Antenne gemacht und habe nichts gesehen die ganze Zeit, war fertig und dann habe ich quasi erst gesehen, dass da so viele Leute sind. Hat denn keiner gesehen, was genau passiert ist, wenn ihr die Kameras, weil ich hatte auch die Kameras, aber ich habe das nicht genau beobachten können. Ich würde gerne einmal wissen, da ich es gar nicht gesehen habe, wer da jetzt alles stand. Mel, du? Das also, wir waren im Labor. Keine Ahnung. Wir waren im Labor und Sam, Johanna auch. Jan und Sam sind mit mir zusammen dahin gelaufen. So, ja. Das heißt, die waren mit mir auf jeden Fall unterwegs und da waren aber noch mehr Leute. Ich weiß aber nicht, wer das alles war. Mirko? Ich kam da an und ja, ich. Flo war, glaube ich, auch da, oder? Nee, ich bin in den Camps mit Simon. Ja, das kann ich bestätigen. Okay, und Johanna? Ich glaube, ich war gar nicht bei eurem Stack. Ich habe das gar nicht gesehen. Ich habe bei einer Rakete auf 4 Ausrufezeichen mit Doppelklick gemacht. Warst du mit Max unterwegs, Johanna? Nein, ich hatte zu. Nö, war sie nicht. Okay. Ich möchte Johanna ein Alibi geben, weil ich war gerade mit Max oben in Laboratory und da habe ich einmal in so einen Raum reingeguckt und da stand sie und hat da rumgepopelt an irgendwas. Also das kann sein. Die Rakete ist auch tatsächlich links vom Labor. Ja, das ist das erste Ding. Das geht alles auf. Das heißt natürlich nicht, dass sie nicht die zweite Mörderin sein kann. Aber Kinder, diesmal ist doch Schlüsseltime. Wir können auch das Schlüsselspiel spielen, wer welchen Schlüssel hatte. Schlüssel? Ja. Können wir gerne machen. Können wir gerne machen. Ne? Ich hatte rechts, zweiter von unten. Ich hatte links, zweiter von unten. Ich hatte rechts, dritten von unten. Ich habe keine Ahnung, wovon ich spreche. Ich habe oben links gehabt. Ich habe es noch gar nicht gemacht. Ich habe rechts unten gehabt. Simon hat das noch nicht gemacht? Ne, ich bin woanders lang gelaufen. Um ehrlich zu sein, hatte ich diese Schlüsselgeschichte direkt am Anfang, Simon. Da ist die Task oben. Ja, ich hab mitgekriegt, dass ihr das irgendwie macht, so, aber ich bin halt nicht hingegangen. Okay, pass auf, folgender Vorschlag. Wir gehen mit Simon zu dem Schlüssel und er sagt uns, welcher Schlüssel bei ihm kommt. Und man hat das schon an Melds Stimmlage gehört. Also wenn ihr das unbedingt machen wollt, könnt ihr das gerne machen. Aber ich möchte mal ganz kurz. Mirko, das haben gerade nicht alle gehört, ne? Aber ich habe gesagt, ich habe den Schlüssel rechts unten und dann hat Mirko behauptet, er hätte den Schlüssel rechts unten. Also für mich ist Mirko halt komplett sass. Also das ist runtergegangen. Wollt ihr jetzt meine Worte? Also kommt jetzt mit oder wie machen wir das? Ja, wir machen das jetzt. Wir machen jetzt alle zu mir. Okay. Ist das nicht ein bisschen? Dann ist noch ein Stack. Okay, meine einzige Hoffnung ist, schnell etwas auszulösen, sodass wir abgelenkt werden. Oh nein, da ist ein Electrical. Ja, dann gehe ich doch erstmal dahin. 9, 8, 7, 6, 5. Oh Gott, der Cooldown, der macht mich fertig. Mandy guckt gerade schon zu. So. Jetzt muss ich ganz schnell sein. Ich tue einfach so, als würde ich. Ich kann Max entsichern. Max ist sicher. Ich war gerade bei den Kameras. Entschuldigung, ich wollte nur sagen, Max habe ich bei den Kameras gesehen. Alter, ey, komm, Simon, das ist aber auch.
Was denn? Ich habe dich über die Kameras gesehen und du bist safe. Das wollte ich eigentlich sagen. Das ist der einzige, den ich gesehen habe auf den Kameras. Ich habe eine Frage, Simon. Ich finde Simon verdächtig. Simon, ich weiß nicht, warum, ich finde ihn verdächtig. Also ich habe ja gerade gesagt, ich gehe mit dir da hoch zum Dropship und du machst die Task. Dann gehe ich hoch und ich sehe, dass du auch nach Norden Richtung Dropship gehst. Und dann gehe ich zu diesem Panel da und du kommst einfach nicht. Und ich stehe die ganze Zeit und warte und ich denke so, hä? Hast du den Alarm nicht mitgekriegt oder was war? Da war ein Alarm. Du warst bei den Kameras. Also selbst wenn da ein Alarm war, frag doch mal nach, da waren doch noch mehrere Leute. Ich bin doch nicht alleine zu dem Elektro-Ding gegangen und dann bin ich zu der Kamera. In der Zeit kann ich doch gar nichts anderes machen. Was soll ich noch alles gemacht haben in der Zeit? Von dem Fakt ablenken lassen, dass Mel Imposterin ist. Warte mal, jetzt mal, Butter bei den Fischen. Wo liegt denn Sam überhaupt? Warte. Sam war in der ersten Runde, das ist jetzt... Nächstes Mal der Flo. Electrical, direkt am Eingang, beim Eingang vom Electrical. Genau. Da liegt die Leiche. Mandy, Mirko und ich waren noch in Electrical und haben uns alle gegenseitig irgendwie diese scheiß Schalter hoch runter. Das war überhaupt nicht in Electrical. Wer war das denn? Mandy, wer war das? Ich war mit dabei. Ich wurde wahnsinnig, weil ich eine Stunde diese Schalter auf grün gestellt habe. Ja, gegenseitig die Schalter die ganze Zeit. Ja. Also, sorry, dann waren das Jan und Mandy und wir sind dann raus aus Electrical das korrekt, und dann lag sie schon Meeting. Da. Genau. Amel. Was? Also, ich weiß nicht, Mel, ich verstehe immer noch nicht. Können ja wohl beide bezeugen, dass ich das jetzt nicht war. Also, dass Mel. Nee, das kann ich nicht Mel bezeugen. Mel eben mit dabei war, kann ich bezeugen. Ich weiß aber nicht, was das für den Kill vorher bedeutet. Also, eigentlich wollte ich vorhin nur sagen, dass ich Max über die Kameras gesehen habe und der safe ist. Weil ich finde, dass es sinnvoll ist, auch Leute auszuschließen. Das ist auf jeden Fall. Simon, der kleine Schlingel. Dann durch meine Kopfhörer. Ich sitze doch in Security auf dem fucking Stuhl. Guckt es euch jetzt an. Na, könnt ihr nicht. Okay, aber ich meine, was soll ich denn noch? Ich war da. Mirko, was hast du denn für Beweise gegen Mel? Weil ihr beide unten rechts den Schlüssel hattet oder was? Ja, einmal das, dass sie es sehr schnell rausgehauen hat und ich den halt habe. Und dass sie den Stack-Kill gemacht hat, den reported und hat dann schön diese Geschichte erzählt. Das hat man schon gut rausgehört bei Mel. Wir wissen aus der vorherigen Runde, dass Mirko auch sehr, sehr gut solche Geschichten erzählen kann und sehr, sehr gut. Deswegen hat er die Uniform an. Ich gehe nie so aggressiv normalerweise auf jeden Fall. Ja, dann. Und mal jemanden eliminieren, dann. Danke euch für dieses Vertrauen. Das ist nur Vorschussvertrauen, Herr Buschmann. Das ist okay. Das war halt richtig, richtig schlecht. Also, das hat einfach jetzt überhaupt nicht so funktioniert, wie es gedacht war. Macht mich auch sehr traurig. Aber ich kann es ja nicht ändern. Der Nils, der ist aber auch ein schlangenartiger Hinterherlaufer. Total wieselig, wie der das macht. So. Jetzt besorge ich mir wieder ein Alibi. Kann mal irgendeiner in die Kameras laufen, dass ich belegen kann, dass ich bei den Kameras war? Johanna. Nils, ist Johanna hinterher? Okay, was heißt das? Eigentlich nichts. Kann ich später aber behaupten, ich habe Nils gesehen, wie er Johanna hinterhergelaufen ist. Nils bei Southwest, okay. Ich stehe hier in, wie heißt es? Deutschland. Ja, Hamburg City. Aber neben mir liegt eine Leiche. Ich weiß nur leider nicht, wie es heißt. Communications kann das sein, da wo man eine Minute warten muss und dann zurückkommen? Mitte links meinst du? Da ist das, glaube ich. Mitte links, ja. Wo man. Achso, bei Laboratory gibt es auch so eine Task, wo du warten musst mit so Reagenz. Nee, Mitte links. Ich glaube, es ist Communications und neben mir liegt ein. Schwarzer Körper. Ich traue mich ja gar nicht mehr, nach der letzten Nummer irgendwas zu sagen, aber ich möchte gerne noch mal was sagen, was ich über die Kameras beobachtet habe. Und zwar habe ich gesehen, wie Nils
Johanna hinterhergelaufen ist an der Southwest-Ecke. Das heißt vielleicht nichts. Also unten links, im unteren linken. Ich fand nur, dass du ihr hinterhergelaufen bist, fand ich ein bisschen komisch. Nachher bist du alleine raus. Das kennen wir ja aber mittlerweile nicht mehr anders von Nils. Er stalkt ja nur noch. Ja, Leute, ich stalk halt gern. Also das kann gern Gericht, kann mich dafür verurteilen, aber nicht ihr. Jetzt bist du vielleicht der Stalker, aber nächstes Mal vielleicht der Mörder. Naja, also ich weiß nicht, du hast mich ja im Prinzip gerade entlastet. Johanna lebt ja. Da ist ja nichts passiert. Und ich hatte unten links meine Task und davor hatte ich irgendwo eine andere Task. Gerade habe ich irgendwas da, ich glaube, man könnte aber auch sagen, vielleicht war Johanna einfach unter Leuten und du hast dich nicht getraut. Ne? Ich glaube es nicht, aber. Ja, Johanna doch. Eigentlich genug Zeit. Hast du deine Schlüsseldings gemacht? Nee, wir haben das ja jetzt sein lassen. Wolltest du es denn unbedingt machen? Du musst deine Tasks machen. Ja, ich hab's doch nicht alle. Schon verdächtig, die ganze Runde. Da muss man ja auch mal sagen. Aber ich weiß auch nicht, welchen. Ich habe das gemacht mit dem Schlüssel, aber woher weiß ich denn? Das ist so. Ich gehe da gerne hin, aber ich möchte nur sagen, dass diese Schlüsselnummer eigentlich immer genannt wird als etwas, was man eigentlich nicht macht, weil es ja irgendwie das Spiel aushebelt. Aber ich habe vorhin schon gesagt, lass uns doch hingehen. Ja, dann war ich ja da, nur kamst du nicht. Und jetzt sagst du wieder, weil du hast es nicht gemacht. Ein Stromausfall war, Nils. Was war denn deine letzte? Ich habe übrigens den Stromausfall behoben, wollte ich nur mal sagen. Und da kam mir, als ich gerade fertig war, kam mir Johanna entgegen, als einzig treue Seele, die mir helfen wollte, den Strom wieder herzustellen. Nicht die Zäune da wären, wäre ich schneller gewesen. Man sieht doch, wenn da schon drei Leute rumwuseln, dann ist ja die Chance relativ hoch, dass mindestens einer von denen kein Imposter ist. Dann gehe ich da nicht auch noch hin. Aber ich bin deswegen links eingebogen. Ich bin links zu Electrical. Dann standen unten schon welche vor dem Ding. Ich kann es dir jetzt nicht beweisen. Wollen wir Simon raushauen? Die schlauen Leute sagen an dieser Stelle auch immer noch 6 Leute. Wir müssen jetzt jemanden killen, sonst kommt ein Double-Kill. Aber wir müssen doch jemanden killen. Oder Mel war doch relativ. Vielen Dank, Jan. Dann können wir doch auch nur ein Vorschlag von mir. Sehr guter Vorschlag. Bestätige ich. Ich will dich mal, komm, auf doof. Ich wähle jetzt auch Jan. Was hast du jetzt davon? Komm, dann wählt mich doch. Seht einfach gleich. Ihr elenden, vertrauenswürdigen, ihr elenden Hundesöhne. Das ist so eine. Dieser fucking Nils! Simon, es tut mir leid. Simon, tut mir leid, dass du mich als Imposter-Partnerin hattest. Ich kann das leider wirklich gar nicht. Ich bin unfähig zu lügen. Ich war froh. Am Ansatz echt gut. Ich war froh, als es sich auf dich irgendwann konzentriert hatte. Es hat mir eine ruhige Runde gegeben. Ja, man muss Nils einfach erledigen. Das ist leider irgendwie das Problem. Der Nils ist einfach, der lässt nicht los, wie so ein Bluthund. Den Move fand ich auch gut, Mel, aber was soll ich sagen? Ich glaube, Mirko ist eben mein Nemesis, auch wenn wir nicht auf dem Sender spielen, sondern so. Mirko ist halt auch meistens das. Ich hatte mich mega gefreut, dass wir jetzt einmal Buddies waren, als wir letztes Mal da in Specimen waren, Mirko. Und dann werde ich einfach abgemurkst, bevor ich dich mal supporten kann. Sehr traurig. Das war traurig. Ja, fand ich auch super. Simon, du bist auch immer leicht aggro, wenn du zu Recht Ich werde aber schnell aggro, wenn der Nils mit mir redet. Insofern, aber das kann ich bestätigen. Ich hatte tatsächlich so ein bisschen Mitleid. Ich so, Simon, ich möchte, dass du das Gefühl hast, dass du hier alles sagen kannst. Dafür ist hier nicht der richtige Ort. Das ist wahr. Aber das mit dem Schlüssel finde ich tatsächlich irgendwie doof, weil dann brauchen wir das Spiel ja nicht spielen, wenn wir das alle. Ja, ich fand, das ist auch, also was soll ich denn machen? Also wir waren auf dem Weg dahin, ich konnte mir nur selbst diesen Elektro-Sabotage machen und dann so pseudo dahin gehen. Viel mehr konnte ich ja gar nicht mehr machen. Vor allem das Ding ist, ich habe ja echt random irgendeinen Schlüssel genannt und dass ich genau den von Mirko erwische. Ich hätte einfach links unten gesagt. Ne? Keiner von euch hat links unten gesagt. Aber wollen wir den dann jetzt so Ehrenkodex? Ich weiß nicht, wie das bei so Among Us Pros ist. Dann lassen wir das jetzt weg, oder wie? Machen wir noch eine Wir machen noch eine, oder? Erstmal. Dann lassen wir das Schlüsselding weg. Okay. Ich meine, es gehört halt dann zu, aber wir können es auch weglassen. Keine Schlüsselfrage. Max, deine Lieblingsfrage, was? Das ist nicht meine Lieblingsfrage. Ich muss daran denken, weil ich das erste Mal, als ich das auf dem Sender gespielt habe, mit Gunnar so richtig. Warte, jetzt ist er weg. Nein, weil Gunnar hat mich beim ersten Mal auf dem Sender damit halt richtig böse ins Messer laufen lassen. Da stand ich dann da, wie der letzte.
Ich hatte keinen Schlüssel. Was? Wie? Ja, das ist echt ärgerlich. Das ist deine Rache, okay. Das hast du heute nicht verarbeitet. Ich starte mal. Ja, Josef. Ja. Für mich seid ihr alle Gunnar. Na gut, das war ja alles nicht so gut. Aber man kann halt auch nicht immer gewinnen, ne? Man kann nicht immer. Alles klar. Das war ja gerade mal der Cooldown durch. Das war ganz schön hoppig, ey. Ich hab gesehen, wie Jan Johanna in Storage gemessert hat. Alter, das was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Jan. Er mag keine Leute, die mit J anfangen. Ja, Johanna können wir nicht mehr fragen. Jetzt sprich, Jan. Ich glaube, Jan ist wahrscheinlich game Jan, has left the game. Jan, werd einfach wütend. Ja, Schauer, Jan, das hilft immer. Werd grün. Okay, ich kann auch nicht ewig so tun, als wäre ich gemutet, ne? Einfach unerträglich schlecht. Pech ist das. Ach ja, ich entschuldige mich in aller Form bei Mel. Das war eine schwache Imposter-Runde von mir. Ja, das sie jetzt alleine zu lassen. Nee, warte mal. Das ist nicht so clever, die Person dann zu nennen, die dich reportet hat. Ne? Sorry, da kommst du nicht mehr raus. Wenn du jemand anderen genannt hättest. Tschüss. Tja, Jan, dann wählst du mal dein Vote, damit das Vote dich selbst, nicht länger ziemlich dauert. Ich wollte gerade sagen, du hast noch 90 Sekunden. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Es hat mir ganz viel Spaß gemacht, diese Runde. Und es gibt nicht mal. Das ist einfach wunderbar. Dieses Spiel ist ein ganz tolles. So, was haben wir hier noch? Hier rechts ist doch Kram. Wer ist das? Mandy? Mandy ist hier. What? Shit, ich muss hin. Hoffen wir, wir schaffen das noch. Oh Gott. Oh Mann, wieso? Schnell! Ich hoffe mal, links, rechts ist jemand. Wie lange haben wir noch? Ja, wir haben ja noch Zeit. Bitte. Es kommt niemand? Leute, es kann doch nicht sein, dass niemand kommt. Okay. Kimeko. Max, Miko, Max, Mel. Geh mal einmal hier nachgucken, weil das sah mir so aus. Okay. Ist nicht. Was macht Max da? Ja, Max ist es. Ja. Oder? Hat er den Kill-Cooldown nicht bemerkt? Oder? War es Max doch nicht? Ja, er ist es. Ich muss zum Emergency. Geht das? Nee, es geht nicht. Bisschen doof. Ich bin bei Communications, aber ich habe die Leiche noch gar nicht gefunden. Ich habe den Button nur gesehen und dachte mir, okay, ich drück ihn. Ich glaube, es war in Communications oder vielleicht vor Weapons, aber auf jeden Fall zwischen diesen beiden Gebäuden. Jetzt kommt's. Sam ist safe, glaube ich, weil, habe ich vergessen warum, aber ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich sie wahrscheinlich irgendwo gesehen habe und das war in einem wichtigen Moment. Und Mirko fand ich ein bisschen suspekt, weil der stand nämlich bei Admin oder Weapons, ganz unten links ist quasi so ein Loch, nee, bei Admin, dieses Loch, um rauszukommen. Und da stand er die ganze Zeit drauf. Und das fand ich sehr komisch, weil das ist eine Sackgasse. Und da ist nur dieses Loch.
Der Vent, meinst du den Vent oder was meinst du? Der Vent, genau. Ach so. Bei Admin, ja, das Ventloch. Bei Admin im Gebäude drinnen unten links war ein Ventloch und Mirko stand die ganze Zeit drauf. Das hat mich irritiert. Ich möchte dazu was sagen, weil das stimmt und mich hat es auch irritiert. Nämlich, ich dachte erst, okay, Simon und Mirko hacken da irgendwas aus in der Ecke. Und ich habe Simon beobachtet, wie er Mirko beobachtet hat, wie Mirko wirklich in der Ecke von drei Wänden, wirklich, es gab drei Wände, das komplette Sackgasse und da ist so ein Maulwurfsloch und Mirko stand da einfach drüber und ich weiß nicht warum. Verwirrung. Also, warte mal, wir reden jetzt von Communications oder was? Admin. Nein, also nein, aber du kannst ja jemanden killen bei Communications und dann ja, über das Loch direkt in Admin rein. Und zwar, ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, Simon, sag mal bitte, ob das richtig war, ja. Ging der Alarm los. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass er in seiner Taskbar genau. Quasi einen Alarm gesabotiert hat. Tell him, Nils. Aber bleibt man denn auf dem Vent stehen? Vielleicht, ich kenne Mirko nicht, verwirrt. Vielleicht will er nur trollen. Ich kenne seine Spielweise nicht. Ja, aber das wäre dumm für ihn, weil er ist ja tot. Halt immer. Mirko, sag doch mal was. Was hast du? Ich würde nee, ne? Nee. Das Ding hat der Jan schon gemacht. Hey. Lass dich nicht von dem Vote irritieren. Verwirrung stiften. Ich habe gedacht, man kann ja den übrig gebliebenen Imposter mal ein bisschen unterstützen. ist natürlich blöd, dass jetzt alle in meine Richtung schießen. Aber ich kann damit leben. Also ich könnte auch damit leben rausgeholt. Ey, wir wollten eigentlich, dass du dich entlastest. Ja, leben kannst du damit nicht. Das machst du nicht. das ist ja nicht schlimm. Also ich stand halt die ganze Zeit auf dem Ding und habe nichts gemacht. Ich habe einfach nur... warum? Ja, Verwirrung. Das ist doch voll dumm. Jetzt stirbst du. Dass ihr euch nicht mehr sicher seid. Ich bin ja ganz normal dann hoch zum Reaktor. Ich bin euch hinterhergegangen. Aber Mirko, warum? Warum willst du deine Teammates verwirren? Das ist ja, allein dafür gehörst du ja schon geschlachtet. Du musst das doch verstehen als Entertainer, Nils. So ein bisschen Würze rein. Ja, aber du bist Sales-Abteilung. Ja. Ja, okay, Mirko, drei. Das ist Mirkos Move, um den Buschfunk zurückzubringen. Jetzt ist es raus. Ja. Geil. Da hat er sich verraten. Hat ihr gut gemacht. Ja. Ach, das war eine klasse Runde. Ja, es war nämlich nicht Mirko. Ich glaube, irgendwie ist es Max. Ich habe noch nie mit diesen Leuten gespielt, deswegen kann ich überhaupt nicht einschätzen, wie sie sich verhalten. Und ich habe mir schon gedacht, dass Mirko trollt. Das hat, glaube ich, jemand ja auch gesagt, ich weiß nicht wer. Sam. Da war jemand. Max? Also, ich habe eine Sache, die ist nicht zu 100% sicher, aber ich fand die sehr interessant, weil da war gerade eine der verschlossenen Türen, ich glaube Storage, und ich mache sie auf und wer guckt mir von innen entgegen? Mel. Und dann dachte ich mir, warum? Und dann gehe ich weiter ins Storage rein und dann sehe ich, dass da auch wieder so ein Vent ist. Tja. Im Storage gerade dieses Gasabfülldings sie gemacht. Aber die Tür war doch zu. Hab oben die Türen waren doch zu. Ja. Warum ja, weil die der Imposter zugemacht hat, während ich drin war. Und dann hab das Gasding abgefüllt, die Tür aufgemacht, bin hochgelaufen, um das Gas in dieses Dings reinzufüllen. Und dann wollte ich zu Electrical. Und da kam mir Flo entgegen, wieder an so einer verschlossenen Tür, die wir dann auch aufmachen mussten. Ich war nämlich vorher an den Kameras und habe gesehen, wie Max, und ich glaube, Johanna ist an ihm vorbeigelaufen, hat dann die Tür geöffnet und ist ins Labor gerannt. Ist das richtig? Johanna ist doch Flo. Warte mal. Du musst loslassen. Okay, dann war Sam, vorbei. Warst du das? Warst du? Ja, ich bin mit Max da in der Ecke gerade. Ich habe nur eine sehr exotische Hutbekleidung gesehen. Aber okay. aber hast die Runde davor war Max mir gegenüber auch sehr suspekt. Wir waren eingeschlossen im Labor und es sah so aus, als wenn sein Cooldown runtergegangen ist. Welche Task hast du ganz rechts auf der Map gemacht, Max? Ganz rechts auf der Map. Ja. Die habe ich nicht gemacht.
Hä? Was? Nee, weil ich gerade in dem Gang im Decontamination runter zum Specimen Room bin. Aber du bist dann ja umgedreht und wolltest mir hinterher. Aber ich habe ja die Tür dann aufgemacht und bin abgehauen. Und dann kam ja, glaube ich, der Report. Das war der Mord in Communications oder Weapon, ich glaube, den Simon gemeldet hat. Ja, wie soll ich das machen? Ja, von Laboratory rüber zu Communications? Ich weiß nicht, ob da ein Vent ist. Keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht so sehr gut aus. Kann sein, dass du es dann Vent. Mir reicht einer, der hier überall Vents sieht. Aber es ist ein Vent in Storage und es ist ein Vent bei Communications. Da hat der Flo völlig recht. Ja, warte mal, was sind die das ist ja auch gar. Ich will auch nicht sagen, dass du der Imposter bist. Ich sag nur, dass es ziemlich suspekt war. Du hast einfach nur die Fragen. Der Cooldown. Ich hätte Max jetzt nämlich eigentlich gesaved, weil wir da kurz alleine waren und ich schon Schiss hatte, dass er mich killt, aber das ist nicht passiert. Aber kann halt sein, dass er gerade Cooldown hatte von dem Kill von. Wer ist gerade gestorben? Das Messer war noch blutig. Das war so. War nicht der letzte, der gestorben ist, war fucking Mirko, den wir hier rausgemordert haben, ermordet haben. Zu Recht, der war es ja auch. Ja. Can't argue with that. Oh, ich bin ganz gemutet. Ich wollte nur sagen, ganz am Anfang, da habe ich darauf geachtet, wer Tasks oben beim Dropship glaubt, machen zu müssen, obwohl da keine angezeigt worden sind. Und schnell. Die letzten, die von unten runterkamen, waren Max und Sam. Das nur so als Info für euch, weil ein Imposter würde ja nicht wissen, dass es keine Tasks gibt. Ja. Aber das muss natürlich nichts heißen. Sag ich. Max, was hab ich dir getan? Max, das war so ein idiotischer Kill am Anfang, das war echt nicht klar. Nee, das war jetzt ein idiotisches Ding, weil keiner geskippt hat, oder? Ach Gott, leck mich doch am Abend. Okay, da bei sowas, ey. Wer war denn jetzt dieser eine Vote? Max ist ja nur mit einem Vote. Ich hab ihn ja auch für Sass gehalten, ich hab Max gevotet. Ja, das heißt, und wir haben mega das Victory. Und das Spiel vorbei. Es ist aber auch, ja. Das war nicht so gut, Jan, aber das haben wir nicht gut gespielt. Max, du hattest einen Cooldown, oder? Im Labor, wo wir beide waren, da hattest du einen Cooldown. Nee, echt? Ich verschone Leute mit Absicht. Aber hat nicht geklappt. Vertrauensbildende Maßnahme. Bei dir merke ich mir das, Flo. Okay. Mann, Leute, ich muss leider Schluss machen. Ich kriege hier auch von der Regie die ganze Zeit schon das blinkende Ende-Symbol. Aber das war richtig toll. Ich hoffe, wir wiederholen das noch mal. Ich hoffe, jeder geht noch mal in sich und überlegt noch mal, wie er es beim nächsten Mal besser macht. Ich werde auf jeden Fall nichts ändern. Ich würde alles doch mal genauso machen. Wollte gar nichts. Ist auch eine Entscheidung. Dann steht dazu Double Down. Jetzt sage ich erstmal allen, die zugeguckt haben, noch einen schönen Abend. Ne? Viel Spaß. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit Among Us und unserem großen Tages- und Abendprogramm. Und es gibt natürlich den Geburtstag, nicht vergessen. Der ist das ganze Wochenende ab Freitag. Da ist der Varian auch noch mal dabei. Das wird richtig geil. Da freue ich mich. Wird richtig geil. Okay, das war's. Tschüss, Leute. Ja, Rocket Beans. Tschüss. Tschüss. Ciao. Danke euch. Hat Spaß gemacht. Ciao.